Hallo, ich bin Peter Rütten und der andere ist Oliver Kalkofe und wir hören Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen hier zum Super Duper Sonderspecial bei den Comic Cookies. In diesem Jahr fand es statt, beim Internationalen Comic Salon in Erlangen im Jahr 2024, das inzwischen vierte traditionelle Comic-Podcast-Treffen dort beim Salon. 2014 ging es los, 2018 ging es weiter und 2022 war dann die dritte Ausgabe. Das heißt, jetzt in 2024 haben wir eben die vierte Ausgabe dieses traditionellen Treffens endlich gehabt und diesmal auch vor Publikum und es war toll. Wir haben eine Aufzeichnung und diese Aufzeichnung konnte ich auch so bearbeiten, dass man sie jetzt veröffentlichen kann. Wir haben da auf der Bühne 6 verschiedene Comic-Podcasts sitzen gehabt und auch ein sehr aktives Publikum. Dieses aktive Publikum hat natürlich auch viele Dinge gesagt und es war uns wichtig, hier einen Community-Austausch zu haben. Nun ja, da ist natürlich einfach jetzt total viel Raumklang mit dabei. Das heißt also, ich habe hier mit einem anderen Mikro noch eine Aufnahme gehabt und konnte das Publikum, soweit es sich eben beteiligt hat, hier mit reinschneiden. Ich glaube, insgesamt ist es ganz gut geworden und ihr kriegt einen ganz tollen Eindruck davon, wie so ein Podcast-Treffen auf einer Bühne aussehen kann. Das war ein Hörsaal und der war gerappelt voll. Das heißt also, wir haben die große Hoffnung, wenn es dann im Jahr 2026 soweit ist und der nächste Salon ansteht, dass wir dieses Treffen natürlich wiederholen können und dann eben auf einer deutlich größeren Bühne, um auch das ganze Publikum, das hier Interesse hatte, begrüßen zu können, bestenfalls eben auch unter deutlich besseren technischen und damit auch akustischen Bedingungen. Würde mich mega freuen und das ist natürlich auch hier so eine Gelegenheit für euch, liebes Publikum, mal reinzuhören in die anderen Podcasts, die am Start gewesen sind. Insgesamt waren das nämlich die Yay Comics, da war Comic Cookies mit am Start, also wir, dann natürlich damit auch der Tele-Stammtisch, ebenso Paperback, Pau und der Comic Klatsch. 6 herausragend gute Comic-Podcasts, die ihr unbedingt gehört haben müsst. Mal schauen, wer in 2 Jahren dann wieder mit dabei ist. Hinterlasst gern Feedback auf allen gewohnten Plattformen eures Vertrauens, also Social Media und natürlich auch, keine Ahnung, auf Webseiten und hinterlasst auch Bewertungen gerne auf Spotify und teilt es überall, denn nur so erreichen die Menschen aus diesen Comic-Podcast-Crossovern, also wir, euch am besten. Wir sehen uns, viel Spaß, bis dahin, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum traditionellen Comic-Podcast-Treffen beim Comic-Salon Erlangen. Ganz live, direkt und vor Ort und es ist voll toll, dass ihr alle da seid. Dafür erstmal einen ganz großen Applaus. Ich habe hier einen Spickzettel vorbereitet auf diesem Handy, das ist voll digital und so, weil ich nämlich erzählen möchte, und zwar ganz schnell, damit wir zum Punkt kommen können, wie es eigentlich kam zum traditionellen Comic-Podcast-Treffen. Das gab, wer weiß, wie oft das schon stattgefunden hat, Frage in die Runde ins Plenum. 40 stimmt nicht ganz, nee. Was haben wir noch? Ja, okay, es sind genau 3 gewesen, die es schon offiziell gab. Das ist heute die offizielle und damit ist es quasi eine Tradition und so habe ich es im Salon auch verkauft und ihr seid hier, das ist gut. Gegründet worden ist es 2014 von diesem jungen Mann dort. Das ist der Andi Preller. Guten Tag, Andi Preller. Der junge Mann war damals bei Das Alles und hat dieses Treffen gegründet mit ganz vielen verschiedenen Leuten und ich möchte zumindest mal erwähnen, wer damals dabei war. Ich werde nicht hier alle durchgehen, wir haben keine Zeit. Dabei war er, dann sein Podcast-Kumpan, der Dirk von Comic Cookies, war der Mitgründer von den Comic Cookies, der Steffen Liebschner am Start. Ebenso Mi Comics, kennt vielleicht noch der ein oder andere von euch, mit Daniel und Nils. Mit dabei auch Hunting Down Comics, die gibt es auch bis heute, da war der Helga am Start. Und auch von Zeitgeist, der Stefan Dinter, der ein oder andere kennt ihn natürlich von Zwerchfell. Ja, und dann haben die Jungs sich gedacht, setzen sich mal ein Hotel-Lobby und nehmen unter, sagen wir mal, eher widrigen Bedingungen einen Podcast-Crossover auf. Das haben sie getan, aber es klang total gut. Und wir haben uns auch gedacht, wir treffen uns heute hier und jetzt einfach mal in diesem Hörsaal unter widrigen Bedingungen mit tollen Leuten und tollen Menschen. Wo wir sind, ist die Party. Cool. Ich hab Bock. Ja, und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wo die Reise hingeht und vor allem uns eigentlich ringsrum mal vorstellen. Hallo, ich bin der Andi vom Tele-Stammtisch. Ich mache Comic-Podcast. Und wer bist du? Ich bin Andreas vom Pau-Podcast. Voll gut. Und du? Ich bin Ariane von der Comic-Klatsch, 3 Frauen in Comics. Du weißt, ich habe nur 2 Lautstärken. Ich bin Ariane von der Comic-Klatsch, 3 Frauen in Comics. Hi. Ja, wolltest du was sagen? Auf der Aufnahme hört man es viel lauter später, keine Sorge. Danke. Ich bin Toni, ich bin vom Paperback-Podcast. Ich bin Breedstorm von den Comic-Cookies. Ich bin Lara vom Yay-Comics und Comic-Invasion-Berlin-Comic-Podcast.
so viele Leute und es ist die Creme de la Creme der Comic-Podcasts und eigentlich müssten wir uns jetzt hier hinstellen und nochmal kurz erwähnen, welche 100 anderen Comic-Podcasts es gibt, denn es sind doch ein paar. Ihr kennt bestimmt auch noch weitere. Also wir fallen zum Beispiel die Verlags-Podcasts noch alle ein, die es gibt, von Splitter und Panini. Wir haben halt auch den Nerdship-Podcast, den gibt es noch, die machen auch viel Comic-Kram. Generell viel von dieser Kreativseite gibt es auch einiges an Podcasts noch. Was fällt euch noch ein? Job doch mal ein paar Namen. Was gibt es noch für Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht da sind? Comics und Bier. Mhm. Ist das ein Podcast? Ja. Comic-Daddies. Bitte? Comic-Daddies. Die Comic-Daddies, mega. Das ist irgendwie so eine Fragerunde, wie so ein Test auch. Das ist irgendwie gar nicht der Plan gewesen. Du musst die Leute dran nehmen in dieser Welt. Ja, cool. Ach, brüllt es rein. Wir sind unter uns. Fühlst du das nicht, wo wir hier vorne sind, so Dinge zu sagen wie, ich beende die Stunde heute. Ja, jetzt sei doch mal ruhig hier. Lass die Dame doch mal reden. Ja. So. optisch definiert von innen. Genau. Man merkt schon, es gibt eine ganze Menge und das hier ist, gibt man noch? Haben wir noch? Ja, hast du noch? Hä? Hast du noch was? Das sieht ja so aktiv aus. Die ganze Zeit so. Ist auch entspannt auch ein bisschen, gell? Voll entspannt, ne? Ja, geil. Comic-Salon. Wir sind auf dem internationalen Comic-Salon und da treffen wir uns. Und jetzt mal Hand hoch. Wer ist heute das erste Mal beim Comic-Salon von uns? Ich. Du bist beim ersten Mal da? Ja. Das allererste Mal. Heute oder insgesamt? Insgesamt, weil als ich vor 4 Jahren kommen wollte, war Corona. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren hat es nicht geklappt, was ja auch ganz gut war, weil es danach, glaube ich, ein bisschen krankheitstechnisch extrem wurde. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr nehme ich die Fahrt auf mich und ja, schaue mir das hier das Ganze mal an. Also ich bin dieses Jahr auch das erste Mal hier. Es ist nur nicht mein erster Tag. Achso, nee. Ich überlege, ob es voll zielführend wäre, wenn wir vielleicht auch einfach erstmal klären, was für Podcasts wir sind, was wir so machen, weil ich jetzt nicht unterstellen kann, dass alle hier im Raum wissen, wer wir so sind. Ich glaube, das wäre eine voll gute Idee, Lara, oder? Ja, das ist eine super große. Also ich finde diese Idee großartig. Ich kann auch gerne sofort anfangen. Das ist dein Moment. Weil ich bin gerade so. Ich opfere mich hier fürs Team und fange an und mache hier die Vorstellung. Also, Yay Comics ist ein Podcast, den ich mit Carlos zusammen mache. Shoutout zu Carlos, der das wahrscheinlich nie hören wird. wir sitzen beide zufälligerweise in derselben Stadt in Berlin und wir treffen uns unregelmäßig, entweder physisch oder über irgendwelche komischen digitalen Kanäle, die Carlos sich aus im Ohr zieht und reden dann über alles, was wir Bock haben. So, also wir haben thematisch eigentlich überhaupt keinen Schwerpunkt, außer dass es irgendwie mit Comics zu tun hat. Manchmal reden wir über mehrere Comics, manchmal über Comic-Verfilmungen, aber nicht die großen, sondern eher so kleine. Und manchmal reden wir auch über Ausstellungen oder über Kontroversen der Comic-Szene, was da vielleicht gerade so abgeht, genau. Und der zweite Comic-Podcast, der Comic Invasion Berlin Podcast, den mache ich auch mit ihm zusammen und da geht es einfach um unser Festival, da stellen wir die Sachen vor, die wir auf dem Festival machen, das ist nicht so spannend für Leute, die das Festival nicht interessiert, deswegen rede ich hier nicht weiter und übergebe meinen geschätzten Kollegen hier rechts zu mir. Ja, okay, die Cookies haben sich 2012 gegründet und seitdem gibt es immer mal neue Besetzungen tatsächlich und mit den Besetzungen haben wir natürlich auch immer andere Schwerpunkte. Wir sind gestartet, da hatten wir meistens US-Comics, meistens Marvel, DC, Image, was in der Richtung und mittlerweile ist es deutlich abwechslungsreicher geworden. Es kann im Prinzip alles besprochen werden, ob das jetzt Mangas sind, ob das Scenes sind, Franco-Belgisch, also da kann alles drankommen, je nach Schwerpunkt, wer vielleicht gerade am Mikrofon sitzt. Ja, ich mache den Paperback-Podcast zusammen mit Alvin und Chris. Wir machen das jetzt auch schon seit über 7 Jahren, sind quer verstreut in Deutschland. Das heißt, wir treffen uns immer nur digital, auch ohne Kamera, dass wir ganz locker miteinander reden und reden halt auch über alles, was im deutschen Markt aktuell released wird, sei es Superhelden, sei es Indie-Comics. Wir reden über Mangas, aber auch Filme, Serien, Animes, alles, was in dieser ganzen popkulturellen Blase existiert, besprechen wir und natürlich auch ja alles, was uns sonst so bewegt, was wir entdecken und kennenlernen. Habt ihr euch schon mal alle drei zusammen in einem Raum befunden? Nein. Nicht? Also bis jetzt habe ich nur Alvin kennenlernen dürfen. Aha. Bis zu Chris habe ich es noch nicht geschafft und andersrum auch nicht. Das wird dann nächstes Mal beim Salon auf jeden Fall überfällig. Ich werde am Start sein. Ich mache Fotos. Ja, ich mache mit Sandra, die da vorne sitzt, und Melli, die leider nicht da ist, zusammen den Comic-Klatsch. Wir stellen uns gegenseitig immer einen Comic vor oder einen Manga vor
und reden noch so darüber, was wir eigentlich gerade so gelesen haben und was wir besonders toll fanden. Und es eskaliert ständig, weil wir Ewigkeiten uns dann bei den, eigentlich wollte ich das nur mal kurz erwähnen, Sachen aufhalten und sehr lange drüber quatschen. Wir haben wenig Superhelden dabei und ansonsten ist es halt wirklich querbeet. Und es ist der einzige, nicht der einzige, aber der einer von wenigen, also mir fallen genau zwei ein, nämlich der von Lara und von euch, von Frauen ausgeübte Comic-Podcast, muss man mal so sagen. Ihr habt da eine richtige Lücke geschlossen auch, ne? Nicht geschlossen, also. Wurde ja auch mal Zeit, dass wir das absolut irgendwie so vor 6 Jahren gedacht haben. Warum gibt es eigentlich immer nur Männer hier? Sehr gut. Da muss ich intervenieren. Wir hatten natürlich in der Historie von Cookies auch schon zwei Frauen, tatsächlich. Das ist korrekt. Ja, bei den Comic-Cookies bin ich nämlich noch nicht so lange dabei. Erst so seit, weiß gar nicht, wann auch immer. 3, 4 Jahre sind es. 4 Jahre, danke dir. Eigentlich bin ich aber für den Telestammtisch hier. Den Telestammtisch gibt es zweimal. Einmal machen wir da ganz viele Sachen mit Filmen. Ich habe eine Filmredaktion, die ich leite und mein Team bespricht Filme. Ich habe nur leider keinen blassen Schimmer davon. Was ich schon sehr viel länger mit dem Telestammtisch mache, sind Comic-Geschichten. Und das sind aktuell vor allem Interviews. Ich reise zum Beispiel viel rum. Ich habe heute 13 Interviews geführt, gestern 11. Also ich mache echt eine Menge Interviews. Die werden alle aufgezeichnet, die könnt ihr euch nachträglich anhören. Wer es also nicht geschafft hat, sich die Indies zum Beispiel alle mal vorzunehmen, der kann da gerne nachträglich reingehen. Und wir machen gelegentlich Talks über Metathemen. Da habe ich zum Beispiel auch den Carsten Meisner zum Thema die Zukunft des Comics am Start gehabt. Und wir hatten viele tolle Gäste dabei. Macht jede Menge Spaß. Pau, ein Comic-Podcast, hat angefangen, oder die Idee ist entstanden 2016 in Erlangen. Da haben wir nämlich den Emu von Bizarro World Comics getroffen und haben mal überlegt, was zusammen zu machen. Und das ist auch so das Kernteam. Wir, das sind Emu, Mattes, der ja auch hier vorne sitzt, und ich. Das sind so die regulären Folgen. Darin sprechen wir über das, was wir gerade gelesen haben, News aus der Comic-Szene, alles, was uns in der Richtung gerade bewegt. Dann haben wir noch zwei Nebenformate. Das eine ist Ninja Pizza. Da spricht der Mattes zusammen mit Daniel. Mattes übersetzt die Turtles bei Splitter und Daniel liest das nochmal gegen. Und die besprechen dann so ein bisschen den Prozess. Immer wenn so ein neues Buch rauskommt, was haben wir uns dabei gedacht? Was haben wir erlebt? Wie haben wir daran gearbeitet? Und das andere ist das Format Moving Panels mit dem Steffen Volkmar zusammen, den man eventuell von Comics und Bier kennt oder von Panini. Und da besprechen wir über Comic-Verfilmungen, aber nichts Aktuelles, sondern wir suchen uns dann immer ganz besondere Gebiete raus, wie den Spider-Man-Film aus den 70ern oder so. Ja, Howard the Duck, daran denke ich nicht gerne zurück. ja, das kann nur teilweise so empfunden werden. Ja, und das ist so das ganze Portfolio. Ihr habt gestern live aufgezeichnet, ne? Wir haben gestern hier live aufgezeichnet. Was war denn da los? Erzähl mal. Auch eine Moving Panels-Folge mit dem Steffen zusammen. Mattes, Steffen und ich. Und wir haben über Scott Pilgrim gesprochen. Eine Verfilmung, die sehr positiv bei uns allen besprochen wurde. Das ist selten so, dass alle zufrieden sind mit dem, was wir da besprechen. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet. Ja, das. Wir auch nicht. Und wir haben dann auch gleichzeitig noch den Comic besprochen, der gerade bei Panini neu rausgekommen ist. Diesmal in Farbe, nicht mehr in Schwarz-Weiß. Und das war dann irgendwie Anlass genug, das mal alles nebeneinander zu halten. Gleichzeitig noch eine Serie auf Netflix. Dann kann man da auch mal drüber sprechen. Auch über einen 10 Jahre alten Film. Ja. Grundsätzlich übrigens, wenn ihr die Hand hebt und eine Frage habt, die werden wir immer jederzeit mit einbauen. Es ist auf jeden Fall geplant, dass ihr, die Community, ein Teil dieses Podcasts, dieser Aufzeichnung sein könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, einfach Hand hoch und wir kriegen das hin. Mega. Vor 2 Jahren, da war hier auf dem Salon ein Panel, da ging es tatsächlich auch um Comic-Blogs und Comic-Podcasts, zusammen mit unter anderem auch der Sandra saßen wir da auf der Bühne. Und da gab es eine spannende Frage, die ich jetzt mal gerne in die Runde geben möchte. Comics sind ja eine durch und durch erstmal visuelle Geschichte. Da geht es um Artworks, da geht es auch um Text und es geht relativ selten um Sachen mit Audio. Da sind Podcasts doch total ungeeignet, eigentlich über Comics zu reden, oder? Müsste sich das nicht beißen? Ich stelle das jetzt mal so auf. Toni, sagst du, wie beschreibst denn du eigentlich Artworks und Designs? Ist es nicht irgendwie eigentlich umständlich? Es ist sehr umständlich. Also man kann viel über die Story reden. Man kann Sachen herausstellen, die gut sind, die nicht so gut sind, die keinen Sinn machen. Aber beim Artwork ist es ja immer grundverschieden, wie man das selber findet. Ich kann zum Beispiel einen Rob Liefeld wunderschön finden, wie er seine Füße krumm und schief zeichnet. Ein anderer mag es gar nicht. Aber wir versuchen auch immer, die Emotionen halt zu übermitteln. Also, dass du nicht sagst, okay, der zeichnet die Gesichter ganz toll. Klar kann man das auch irgendwie herausstellen. Aber dass du dann zum Beispiel sagst, aktuelles Beispiel, Nightwing von Tom Taylor und Bruno Redondo
ist so akrobatisch gezeichnet, ist so schnell, so athletisch, und das ist einfach so eine schöne Emotion, die auch zu Nightwing passt. Und das versuchen wir halt zu übermitteln, dass du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, und dann halt im Nachgang, sag ich jetzt mal, online nachschaust, wie ist der Zeichenstil. Da gibt es ja immer verschiedene Leseproben oder sonstiges, oder du schaust bei deinem lokalen Comicladen vorbei und schaust rein. Aber so an sich, der Zeichenstil ist halt leider nebensächlich bei einem reinen Audioprodukt schon. Ich versuche trotzdem immer ihn zu beschreiben, aber ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll, außer, ja, so Mainstreaming Marvel, DC ist ja so ein bisschen manchmal ist es wirklich belgisch und so, aber es ist schon nicht so einfach. Dass man sagt, es ist gut oder schlecht. Also das ist halt, also klar gibt es so bestimmte Zeichner, die ihren eigenen Stil haben, aber wenn du wirklich so die, sag ich jetzt mal, klassischen Superhelden hast, die so wöchentlich, monatlich erscheinen, dann gleicht sich schon ein Stil dem anderen, und dann versucht man das dann doch über andere Sachen irgendwie herauszustellen. Bitte. Ich muss sagen, es gibt eine unterschiedliche Dynamik, ob ich mit Leuten im Raum sitze, wie wir es am Anfang von Cookies gemacht haben, oder ob ich mit Leuten übers Internet rede, sehe ich die, weil wenn ich früher mit Steffen oder so im Raum gesessen habe, dann hat er mir einfach gezeigt, was er meint, und hat darauf gedeutet, und dann wusste ich sofort, so und so ist es gemeint, alles klar. Aber so, wenn du es nur übers Internet machst, dann musst du dir schon mal schnell eine Leseprobe angucken, damit du irgendwie mitreden kannst, und die Dynamik ist dann natürlich eine komplett andere. Ja. Muss ich jetzt ja sagen? Ich bin nur organisiert, ich bin hier kein Chef. Ich bin in einem Klassenzimmer, ich zeige auf. Ich bin gut erzogen, aber es wurde mir lange antrainiert. ich finde den Punkt ganz interessant, denn wir haben bei Pau bis vor, jetzt wird es noch besser, bis vor drei Monaten nie eine Kamera angehabt. Wir haben immer nur über Audio gesprochen, weil wir Angst hatten, dass wir genau da rein verfallen. Guck mal hier, guck mal da, und der Hörer hat da nichts von. Der Hörer sieht das nicht, was wir machen. Und erst als wir uns sicher waren, dass uns das nicht mehr passiert, haben wir überhaupt die Kamera an. Zeigen aber trotzdem eigentlich die Comics nicht rein. Denn es ist schwer, einen Stil zu beschreiben. Das Feedback haben wir auch vor kurzem nochmal bekommen. Ihr sagt immer, sieht geil aus oder schön gezeichnet. Manga-esk, was auch immer. Ja, das. Genau. Und ich finde, also das fällt uns dreien auch, glaube ich, am schwersten, da immer die richtigen Worte zu finden, dass man sofort ein passendes Bild vor Augen hat. Am Ende hilft dann wahrscheinlich doch eher eine Leseprobe, als dass man eine halbe Stunde referiert. Ja, wir versuchen halt auch immer irgendwie den Stil zu beschreiben. Ne? Ist das mit Farben? Welche Art von Farben wurden vielleicht verwendet? Aber eben auch insbesondere, welche Emotionen löst das bei mir aus, wenn ich das sehe? Finde ich das jetzt besonders düster? Ist das was, wo ich sehe, ich möchte sofort in Urlaub hinfahren? Irgendwie Assoziationen. Und wir machen ja manchmal so Sonderfolgen, wo wir dann tatsächlich auch mal was mit Video machen, was wir dann parallel als Podcast aufzeichnen. Uns da sehr stark aufgefallen, dass wir da immer sitzen. Sekunde, das kriegen die Hörenden jetzt gar nicht mit, warum wir gerade so viele lustige Geräusche machen und das so toll finden. Das sieht man dann jetzt, wenn man die Videoaufzeichnung sieht, aber wir müssen das jetzt doch nochmal schnell beschreiben. Was ist da eigentlich gerade so hübsch? Ja, das ist auch bei meinem eigenen Hörverhalten mir aufgefallen, wenn ich Privatpodcasts höre, die halt auch eine Videofolge irgendwie hochladen, und dann ist irgendwas dabei, wo, guck mal hier, ich habe das und das gemacht, ich zeige euch ein Foto, und ich sitze dann da mit meinen Kopfhörern und denke mir, ja, es wäre schön, das auch zu sehen. Deswegen sind wir da auch sehr, oder machen wir halt bewusst auch keine Videoaufnahmen, weil ich denke, dass es dann sehr schwer fällt, das zu trennen, gerade wenn du auch so im Vorgespräch bist und von irgendwas erzählst und nur irgendwas gestikulierst, das ist dann schon, geht dann schon verloren, leider. Also ich finde das Podcast ein hervorragendes Medium, sind über Comics zu reden, weil es so einfach zu machen ist in dem Sinne, und im Vergleich zu Videopodcasts, wo man immer dann auffangen muss, Videoschnitt zu machen, furchtbar finde. Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Ist Audio halt schnell gemacht, ne? Da mache ich ein bisschen Filter drüber und hier ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, Intro vorne, hinten, fertig. Leute, die machen so Podcasts, ja. Ja, weil meine Podcasts, ich bin halt sehr, sehr eloquent. Da muss man nichts mehr schneiden, ne? Das funktioniert. Ich muss ja nie was schneiden. Das ist unser Fehler. Ich hab dir mal gezählt, wie oft ich mich ja gesagt habe.
Herausragend. Beeindruckt ein bisschen. Ich mach Spaß. Ich sage tausendmal in meinem Podcast. Aber es ist mir halt einfach scheißegal. Ja, da müsst ihr durch. Nee, aber es kommt halt natürlich auch drauf an. Also mit Carlos versuche ich natürlich auch zum Beispiel Podcast-Episoden zu machen, die nie länger als eine Stunde gehen. Das ist halt auch was anderes, als wenn ich hier 3-Stunden-Folgen teilweise habe. Das ist super. Höre ich nie am Stück, aber höre ich halt auch. Es wird mich auch niemals 3 Stunden vor einem Rechner sitzen und mir das dann auf Video angucken. Das so konsumiere ich halt auch keine Podcasts. Was ist denn der Mehrwert davon, außer dass ihr vielleicht mal was in die Kamera haltet? Also ihr seid alle wunderschöne Menschen, aber ich muss euch nicht sehen. Absolut. Und das Problem mit dem Beschreiben, ja, okay, ich meine, ich könnte jetzt sagen, es gibt ja die Art der Kunstkritik, die ein Vokabular haben und man könnte hier mit Stiltechniken und diesem ganzen Blabla kommen, aber ich finde, das Stichwort, was ihr beide auch schon gesagt habt, ist eigentlich das Entscheidende. Solange ich irgendwie rüberbringen kann, welche Emotionen dieser Comic bei mir auslöst, dann ist es doch scheißegal, wie das gezeichnet ist. Wenn ich sagen kann, okay, dieser Comic, der hat mir die größte epische Gehirnexplosion meines Lebens gemacht, dann ist es doch das viel, viel sinnvoller für die Leute, weil die dann wissen, okay, epic, das, ja, ich will epische Comics. Ich will Comics, die mir das Herz in der Brust zerspringen lassen, weil es so tragisch ist. Oder ich will, dass es mich hornig macht oder so, das ist doch viel, viel aussagekräftiger für meine HörerInnen, als wenn ich sage, okay, also der hat jetzt mit der lieben Claire im Stile von frühen Tim und Struppi und Spätwerk von, das interessiert auch niemanden, kann sich eh keiner vorstellen. Also man kann mit Referenzen arbeiten und sagen, ja, okay, also das ist hier so ein bisschen wie Liefeld, wenn man den kennt, aber wenn ich jetzt neue Leute, die noch nie in Liefeld kommen, können die damit auch nichts anfangen. Deswegen finde ich halt so Engagement-Sachen über, was für eine Emotion macht das oder was für eine Stimmung macht das, welche Themen werden besprochen, finde ich halt auch interessanter, als über einzelne Striche oder Kolorationstechniken zu sprechen. Das finde ich total richtig. Wir haben eine Meldung aus dem Plenum. Genau. Ich habe heute auch ein bisschen Feedback bekommen. Also, hi, ich bin Patrick, auch von den Comic-Cookies. Und ich war vorhin zufällig bei der Signierstunde von Matze Ross und dem anderen Zeichner von Ein Handkantenschlag und der hat uns gelobt für die Besprechung davon. Und auch bei der Cookie Code Authority wurden wir gelobt immer wieder für die Besprechung, dass das ein bisschen den Comic mal in den Mittelpunkt gerückt hat. Wurde auch von Elisabeth Picht dann gefragt, ob wir War and Peace mal für die Authority haben wollen. Also wir kriegen ja immer wieder mal das Feedback, wenn ein Comic besprochen wird oder verrissen wird, wird das eben auch mal wieder in den Fokus gerückt. Also wir kriegen ja das Feedback auch teilweise. Danke, danke. Weißt du, ich habe letztens einen Comic gekauft. Nee. Ja. Ist mir auch schon mal passiert. Weißt du, wo ich das gemacht habe? Bei euch auf dem Discord-Server. Verrückt. Das finde ich ein voll geiles Konzept mit diesem Discord-Server, den ihr aufgestellt habt. Ich liebe den richtig. Da kann man voll mit Menschen interagieren. Wer hier in der Runde ist auf dem Discord-Server von Pau? Amen. Wow. Kannst du das jetzt auch nochmal bitte für unseren Discord-Server fragen? Wer hier ist auf dem Discord-Server von Comic Clutch? Auf dem von Paperback? Yay. Auf dem von... auf dem vom Telestammtisch? Ja, mega. Habt ihr auch sowas? Nein. Ja, ich auch nicht. Ey, wir haben geiles andere Geschichten. Braucht man als Podcast heutzutage einen Discord-Server? Frage ich euch. Möchtest also, du die lange oder die kurze Antwort? Ich hörte, ich habe ein Forschungsprojekt drüber gemacht. Ich schicke dir die Ergebnisse. Also man kann natürlich auch die einfache Version nehmen und macht eine Signal-Gruppe, eine Telegram-Gruppe und dann kannst du dich da auch austauschen. So halt. Ne? Das ist halt sehr schnell gemacht und das haben wir auch. Ist schon gut, oder so eine Austauschplattform ist doch voll sinnvoll auch einfach, oder? Dass du gestern auch vom Max-Moritz-Preis dann die Gewinner noch die ganze Zeit gepostet. Ja, ja. Also Live-Ticker gemacht. So Austauschplattformen sind doch schon sinnvoll auch irgendwie, oder? Also, ich finde, brauchen ist auch ein hartes Wort. Ja. Also ist aber eine schöne Möglichkeit, natürlich Leute zusammenzubekommen, die ein Interesse verfolgen, sich austauschen, Comics austauschen vielleicht auch, untereinander besprechen, Folgen Revue passieren lassen oder uns schreiben, warum wir alle nicht recht hatten, warum der neue Daredevil eigentlich fantastisch ist, wir das noch nicht verstanden haben. Nee, ist nicht passiert. Den findet, glaube ich, keiner gut. Ja. Nein, es macht Spaß. Es macht Spaß, mit der Community zu interagieren, zu sehen, wie die wächst. Ja. Aber brauchen als Podcast? Nein, natürlich nicht. Also für uns war das auch, bevor wir den Discord eröffnet hatten, war das so, okay, wir produzieren eine Folge und dann schießen wir die raus ins Netz und irgendwie kommt vereinzelt mal
ein Like, ein Kommentar bei Instagram. Aber durch den Discord hat man doch schon gemerkt, dass das da Leute erreicht und sie, die sich auch austauschen. Also wir haben auch ganz oft, dass sich Leute gerade auf unsere Empfehlung hin Comics kaufen und die dann auch toll finden. Und das bestärkt uns natürlich nochmal, dass wir da nicht nur Quatsch erzählen und dass das auch Leute hören und fühlen, was wir da machen. Das ist jetzt die Stelle, wo man darauf hinweisen kann, also keiner verdient hier jetzt irgendwie Geld mit irgendwie Podcasts oder sowas, das funktioniert nicht, sondern wir nicht? sondern wir machen das, weil wir Spaß dran haben, weil wir uns gerne über Comics unterhalten und unser Lohn ist halt, wenn wir irgendwie Feedback kriegen in irgendeiner Art und Weise, egal wie das kommt, ob das jetzt über eine iTunes-Bewertung ist, ob das eine Mail ist, wie auch immer, ob das in den Gruppen stattfindet, auf den Servern. Das ist einfach eine schöne Sache, wenn man einfach hört, wie findet ihr was, was können wir vielleicht mehr machen, was können wir ändern, was findet ihr gut. Das ist halt wirklich was bringt. Feedback, der Lohn des kleinen Podcasters und der kleinen Podcasterin. Ich sag's euch, Leute, das ist manchmal schon die halbe Miete. Da, ihr könnt auch ganz viel Geld überweisen, ist okay, aber ein bisschen Feedback geht auch. Genau, das wäre jetzt meine nette Frage. Habt ihr sowas wie Patreon oder sowas? Ja. Ihr schon? Wir haben eine Steady-Seite, weil wir Werbung geschaltet haben im Freefeed. Und wer werbefrei hören möchte, kann das, ich glaube, 3 € im Monat und dann kriegt man halt einen werbefreien. Und man kann sagen, wie viele das sind oder lieber nicht? Handvoll. 3? Handvoll. 4? Okay. Also, ja. Also wir haben seit kurzem halben Jahr oder so, weiß ich gar nicht genau, auch ein Patreon und wir haben 3. Wir haben das Ganze, also wir haben das klar schon mal besprochen irgendwie, weil man hat ja doch laufende Kosten mit irgendwelchen Webhostings, aber A, ist uns der Aufwand ein bisschen zu viel da mit Anmeldung und Steuern und dem ganzen Scheiß. Da sagen wir lieber, okay, die 20 € im Monat oder was das sind, bezahlen wir und dafür müssen wir jetzt nicht irgendwo zwanghaft Werbung davor knallen oder so, sondern jeder kann alles gratis immer noch hören. Ja, gratis hören kannst du bei uns auch alles, aber. Ich glaube, wenn Podcasts monetarisieren oder auch Blogs und so weiter, befinden wir uns. Selbst wenn man sehr aktiv ist, immer in so Bereichen, wo es eigentlich immer um Refinanzierung und weitere Professionalisierung geht. Also bevor jetzt irgendjemand glaubt, wenn man Werbung schaltet oder einen erfolgreichen Patreon oder Ko-fi hat, dass man dann die Schubkarre mit dem Goldbarren nach Hause fährt, das ist eigentlich eher um eine Reise nach Erlangen zu bezahlen, was man nämlich sonst auch der Familie abknapsen muss, wenn man schon die Zeit abknapst, wenn man mit Andreas über Comics sprechen will. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, wenn man monetarisiert, dass es dann eigentlich eher darum geht, den Podcast geiler zu machen. Weil reich wird von Comics in Deutschland keiner. Es ist schon auch noch die Podcasts nicht, ja. Ja. Nee, und die Schubkarre können wir uns auch noch nicht leisten. Ich kann den Merch nicht mehr selbst machen. Ja. Das ist halt auch noch so. Yes. Und das ist einfach auch, es gibt, machen wir uns nichts vor, die Comic-Bubble in Deutschland, die ist schon überschaubar. Insbesondere die Menschen, die man überhaupt grundsätzlich erreichen könnte, man könnte vom Markt sprechen. Ja, okay, da gibt es wieder Ausreißer, aber von diesem eh schon überschaubaren Markt ist ja auch wiederum nur ein Prozentteil bereit, Statistiken sagen übrigens 43%, immer mal wieder, auch Podcasts zu hören in diesem Bereich. Und in der Summe kommen da dann einfach keine Monsterzahlen bei rum. Und ich kann das ja mal direkt vom Telestammtisch erzählen. Ich schalte Werbung bei uns über eine Agentur, die das für uns macht. Sowohl bei den Comic-Sachen als auch bei den Filmsachen. Und währenddessen mir der Comic-Podcast im Monat zu 2 € einspült, konnte ich von dem Geld, das ich bei dem Film-Podcast inzwischen kriege, jetzt meinen ersten Minijobber anstellen. Das ist eine ganz andere Größenordnung, eine viel größere Reichweite. Es gibt ein erwähnenswerte Menge mehr Film-Nerds, möchte ich es mal nennen, Film-Fans, klingt anders vielleicht, als Comic-Fans. Das ist einfach so. Aber und es gibt doch auch unglaublich viel mehr Film-Podcasts, oder? Ja, also wie kann das sein, dass es, also das muss ja dann wirklich mehr als riesen viel mehr Filminteressierte geben als Comic-Film, damit sich das auch wieder so, ich meine, der Comic-Salon hier in Erlangen, da sind ja auch tausende Leute, also wieso hören die unsere Podcasts nicht? Was ist mit denen falsch? Das ist die richtige Frage, die du erstellst. Was ist mit den Menschen eigentlich falsch? Ja. Ja. Wer kann mir das beantworten? Wo muss ich an die Tür klopfen? Du hast keine Zeit, um das lesen
Na, das ist eine Lüge, weil ich mache ja einen Podcast und ich lese zufällig auch noch ganz viele Comics. Beim Podcast machen? Davor und danach und dazwischen, manchmal auch dabei, wenn mir Carlos schnell noch irgendwas rüberdrückt und sagt, ja, wir reden jetzt gleich noch darüber und dann sage ich, okay. Aber ich weiß, das ist ganz witzig, weil ich kriege das Einzige, wir haben ja keinen Discord, aber das einzige Feedback, was ich kriege von Leuten, die uns hören, das sind alles ComiczeichnerInnen. Das sind alles, die sagen, ich höre euren Comic-Podcast immer total gern beim Zeichnen. Mhm. Also, die hören das auch und die zeichnen dabei, also können das die anderen Leute, die nicht zeichnen, das auch hören. Warum machen die denn das nicht? Mhm. Können sie auch gern beim Kochen machen oder beim Bügeln oder ich höre zum Beispiel super gern in der Badewanne Podcast, da kann ich nicht weg. Beim Spazierengehen wurde mir auch schon erzählt. Da kann ich nicht weg? Naja, weil ich bin so, renne ich im... Ich dachte, dann kommst du nicht dazu auszuschalten. Also, ja, auch das. Bluetooth-Box weit weg oder genau, ich hab die auf der Waschmaschine stehen, meine Box, und mein Handy liegt im anderen Zimmer und dann muss ich das hören. Ah ja, ja, das verstehe ich. Ja, ja, und gut. Ich machst kann halt so auch nicht... Machst du das dann mit unseren Folgen? Machst du das dann auch so mit unserem Podcast? Ja, genau. Super. Aber ich schaff's halt, ich bade halt keine 3 Stunden, deswegen muss ich dann immer... noch anderes machen, um eure Folgen ganz zu hören. Aber wenn ich halt nicht in der Badewanne bin, sondern zum Beispiel immer auf meiner Couch sitze und dann ist noch mein Laptop an und dann habe ich mein Handy noch hier und dann liegt hier noch ein Comic vor mir und dann kann ich mich nicht auf den Podcast konzentrieren. Das verstehe ich. Aber ich meine, andere Leute sind vielleicht nicht so wie ich. Die können das vielleicht. Warum machen sie es denn nicht? Habt ihr da Antworten? Gut, es gibt Leute, die sind Priester, Hebammen, da wird es schwierig an der Arbeit halt, ne? Oh, so Priester, ich meine, der sitzt so in seinem Kapuff und dann kommt da jemand und sagt, ah, Vater, ich habe gesündigt und du so, ja, und man hört dabei den Podcast, kein Problem. Ich weiß nicht, kann er das nicht auch in die Predigt mal einbauen, was wir so erzählen? Genau. Das wäre auch schön. Dein Podcast komme, dein RSS-Feed geschehe. Ja. Lies deinen Comic lieber heute und nicht morgen. Aber das ist doch eine interessante Frage. Warum hören vielleicht nicht genug Leute Comic-Podcasts? Ja? Aber Film-Podcasts haben sie ja anscheinend Zeit. Also wenn es um Zeit geht, kann das ja, also irgendwie, außer die Leute sind beides interessiert und sagen, ich kann nur entweder oder. Und Filme sind irgendwie wichtiger als Comics. Da frage ich mich, warum ist das so? Aber vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir mehr in die Debatte gehen. Oder man könnte auch die Gegenfrage stellen, wer hier in der Runde hört denn eigentlich noch andere Comic-Podcasts als die eigenen? Ihr hört auch andere deutschsprachige, englischsprachige. Ich höre den von hier, wie heißt der, Wir gegen Comics noch? Also Sarah von Sarah und Dings. Ben und halt hier 3. Bookhouse. Genau den. Und euren höre ich natürlich auch häufig und die anderen immer mal so, wenn ich sehe, okay, das interessiert mich jetzt gerade, dann höre ich auch mal rein, aber nicht so regelmäßig. Aber, ja, klar. Ja, genau. Schon auch. Ich höre jede Ausgabe der Yay Comics, aber... Ja, sind ja auch nicht so viele. Das ist tatsächlich das Ding, das sind echt nicht Also, ich meine, die letzte Folge kam vor einem halben Jahr oder warum so. Warum eigentlich? Jetzt? Na, weil wir dazwischen den Comic Invasion Quarters machen. Und dann passiert das immer, ne? Ja, genau, wir wechseln uns ab. Wir sind halt immer die gleichen Menschen und wir haben halt, ne, wir können nicht 2 gleichzeitig aufnehmen. Geht nicht. Ja, irgendwann muss man die Comics auch lesen und so. Aber ja, aber nee, wir versuchen natürlich schon häufig, aber Carlos ist auch ein bisschen faul. Ach, jetzt wird's auf andere. Bei uns schneidet Carlos die Folgen, um mal ganz transparent zu sein, ich laber hier nur. Wenn er die Folgen schneidet, ist er nicht der Faule, ne? Möchte ich nur mal sagen. Naja, er ist halt zumindest so faul, dass ich sagen kann, wann kommt die nächste Folge? Nein, ich bin sehr dankbar, Carlos, dass du existierst und die Folgen für mich schneidest, weil ich habe genügend andere Dinge, die ich tun muss. Danke, Carlos. Danke, Carlos. Ich finde seine Schnackbuddies auch ganz geil. Da kam auch ewig nichts mehr. Ich kann ihn mal fragen, was ist eigentlich mit den Schnackbuddies, du fauler Sack? Fragen wir mal bei jemandem, braucht, der mit ihm säuft und über Comics redet. Das ist schon da. Ich kann bei jemandem Sinn. Ja, okay. Aber müssen wir jetzt mal, um die Frage nochmal zurückzudrehen drehen und eine Antwortmöglichkeit zu bieten, weil ich kann ja viel Fragen stellen, aber ich kann ja vielleicht auch nur, müssen wir einfach mehr Werbung machen für Podcast? Ist das deine Antwort? Nein. Ich habe eine Theorie für dich. Aber okay, Moment, ich schreibe hier mit. Werbung bringt es, glaube ich, nicht. Meine Ansicht dazu ist, weil ich habe jeden eurer Podcast schon mal gehört, auch wenn mich Themen besonders interessieren. Aber ich glaube, wenn man Comic-Podcast, ich glaube nicht jeder, der gerne Comics liest, hört Comic-Podcast. Ich glaube, das ist auch ein Ersatz gegen diese Gesprächsrunden, vor allem. Wir machen ja alle keine geskripteten, sondern eigentlich authentische, echte Gesprächsrunden. Die zu hören ist ein Ersatz für einen Freundeskreis, der sich für das Hobby interessiert. Und wenn man selber podcastet, glaube ich wirklich, und wenn man selber podcastet, dann habe ich
also wir machen auch sehr regelmäßig Episoden, habe ich mit Andreas und Emo halt sehr regelmäßig die Möglichkeit, mich darüber auszutauschen und den Input zu bekommen. Und höre dann halt eher Podcasts über andere Hobbythemen, wo ich keine Leute habe, die das interessieren, und denen ich damit auf den Keks gehe in meiner Familie. So ist ja auch bei uns der Podcast gestartet. Da ich aktiv niemanden hatte in meinem näheren Umfeld, der sich dafür interessiert, und ich mir dann, sag ich jetzt mal, übers Internet Leute suchen musste, die sich dafür interessieren und mit denen dann regelmäßig quatschen kann. Aber nur nochmal, um dann jetzt hier den Vergleich, weil Andi das eben mit seinem Film gesagt hat, aber warum hören dann so viele Leute diese Film-Podcasts? Weil über Filme kann man doch mit viel mehr Leuten reden als mit über Comics. Also da ist ja diese soziale Bubble da. Filme sind ja auch, ich sag mal, leichter zugänglicher, gerade auch durch Streaming-Dienste. Jeder hat irgendwo ein Abo und kann halt schnell mal einen Film schauen und dann siehst du, okay, der Film wird besprochen, kann ich mal mit einsteigen, kann ich mitreden. Bei Comics ist das ja so krass breit gefächert und du musst ja, sag ich jetzt mal, erstmal in Vorleistung gehen und dir Comics holen, wenn du dann, sag ich jetzt mal, mitreden möchtest oder dich dafür interessierst. Bei Filmen ist das ja dann doch einfacher. Ich glaube, bei Filmen kommt noch mehr dazu. Die Auswahl ist so groß, ich brauche jemanden, der das für mich vorsortiert. Unbedingt. Also Comics ist sowieso schon eine kleinere Gemeinde, Filme interessieren alle und ich möchte jemanden, der mir sagt, der ist gut, der ist nicht so gut, guck dir den an. Podcast as a Service. Ja, also ich sehe auch nichts anderes machen, ja wir auch, wenn wir rezensieren, dann erzählen wir den Leuten, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden. Ich höre auch ein, zwei Filmpodcasts und die nutze ich genau dafür. Ich weiß genau, wenn der Kritiker das daran doof findet, dann werde ich halt gut finden. Oder wenn der das gut findet, dann finde ich das auch gut. Und ich glaube, so werden wir auch genutzt. Wir haben ja auch diese Sachen, wo wir Vorschauen besprechen von verschiedenen Verlagen. Das sind die Folgen, die bei uns am meisten gehört werden. Weil ich glaube, dass die Leute genau das wollen. Die wollen, dass wir mit denen da durchgehen und so ein bisschen Hintergrundwissen geben und so ein bisschen Kaufberatung machen und sagen, hey, wir würden da zugreifen, wir würden da zugreifen. Und die kennen uns mittlerweile so gut, dass sie sagen, okay, wenn der sich das holt, dann würde ich das wahrscheinlich auch holen und mögen. Andi, bist du ein Comic-Influencer? Naja. Mir ist kurz schlecht geworden. Also, nein. Wer Kaufberatung macht, ist für mich Influencer, ganz einfach. Eben. Ja. Aber das ist es ja immer, wenn du über Comics sprichst und sagst, was. Ja. Doch, glaube ich schon. Bist nicht, also ich mache keine Kaufberatung. Ich sag, was mir gefällt, aber wenn ihr das nicht kaufen wollt, ist nicht mein Problem. Ja, wir sagen ja auch nicht, kauf das. Achso, so klang das gerade, deswegen. Nee, wir sagen nicht, kauf das, aber wir sprechen darüber, was wir davon interessant finden, warum wir das interessant finden. Okay, gut, dann ist das wieder was anderes. Aber okay, dann war das ein Missverständnis. Aber es ist ja implizit immer eine Kaufberatung. Also so nimmt mich das ja von außen wahr, wenn ich mich mit einem Kumpel über Filme unterhalte und der sagt, boah, der ist total cool und da ist das und da ist das. Das ist ja auch nur Guckempfehlung. Ob er mir jetzt sagt, du solltest den gucken oder nicht, ist ja vollkommen egal. Wenn da Aspekte drin sind, die mich ansprechen, dann werde ich mir den ja wahrscheinlich angucken. Patricks Arm fällt gleich ab. Geht noch. Ich denke auch, dass es wirklich so eine geldliche Sache ist. Für 10, 15 Euro hast du ein Netflix-Abo, hast dann wirklich Stundenunterhaltung. So ein Comic kostet 20 bis 35 Euro. Ich denke, da ist die Hemmschwelle einfach beim Geld vorhanden. Dass deswegen auch deutlich weniger Leute die Marvel-Comics kaufen würden, beziehungsweise Marvel-Filme schauen, dann auch Marvel-Comic kaufen. Und vor allem da ist dann die Hemmschwelle, wo steige ich da jetzt am besten ein bei Hunderten von Nummern? Ich denke, da sind wir dann auch so eine Alternative, die dann beraten, da ist ein guter Anstiegspunkt und so. Du wirst förmlich erschlagen, wenn du versuchst, aus der Filmbubble dann in die Comic-Bubble reinzugehen und dann dich erstmal reinfriemeln musst. Und es kommt ja auch total auf die Zielgruppe ja auch an. Also das ist ja jetzt scheinbar, wie ihr das macht, eure Zielgruppe tendenziell quasi der oder die Endkundin. Ja, also den, die Leute, die es lesen. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber wenn jetzt ihr zum Beispiel eher von Artists gehört werdet, also Menschen, die in der Kreativbranche tätig sind, dann haben die jetzt vielleicht gar kein scheiß Interesse daran zu wissen, wie der neue Iron Man ist, ja, weil das einfach eine ganz andere Zielgruppe ist. Also kann man es vielleicht jetzt, das wäre ein Ansatz auf jeden Fall, das zu erklären, aber. Und um darauf einzugehen, geht zu Bibliotheken. Die sollten mittlerweile auch ganz viele, und da meldet sich auch die ganze Zeit Sandra auch, die will bestimmt auch gleich das. Ja, okay. Ich wollte nur den Satz zu Ende bringen. Also wenn ihr nicht genug Geld auf der Tasche habt, ist das voll verständlich. Dann geht zu den Bibliotheken und wenn die keine Comics haben, dann haut auf den Tisch und sagt, ich will jetzt diesen Comic haben. Es gibt so diese Anschaffungsvorschläge in allen öffentlichen Bibliotheken und die müssen dann sich damit beschäftigen und Gründe finden, warum sie es nicht anschaffen. Also wenn ihr den neuen Iron Man einfach kostenlos lesen wollt, dann geht zu einer Bibliothek und sagt, ich will den neuen Iron Man lesen. Ach schön, wir haben nur so eine fucking kleine Dorfbibliothek. Wenn die, ja klar, die ja, sagen, stimmt, dann du haben kommst wir die aus Berlin, du hast ja Renate und so, also das ist natürlich auch ein ziemlich verwöhntes Umfeld. Aus ja, dem das kommst, ist richtig, ne? Das ist richtig, aber ich wollte es nur mal so als Hinweis geben, aber lass doch mal Sandra jetzt mal sagen. Kann ich ohne Mikro oder? Ja. Ja.
Ich habe auch keine Ahnung, wie die Aufzeichnung benutzen zu können, ob das sinnvoll ist überhaupt mit dem Publikum, aber kriegen wir hin. Mit dem Publikum wissen wir nicht. Nein, nein, also ihr seid ja nicht auf der Aufnahme so richtig. Vehement widersprechen. Ja. Wem wir? Mit wem so? What? Ja, wem glaube ich das? Kriegen wir gleich raus. KünstlerInnen hat. Ich höre das auch, ich bin KünstlerInnen. Also das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Es ist eher das, wofür du dich interessierst. Und da frage ich mich, warum hören dann, also warum hören vielleicht mehr die Podcasts und die so, in denen es um Helden oder so geht? Vielleicht ist es dann einfach, weil es dann mehr Lesen gibt. Aber warum, du sagst ja selber, warum haben wir weniger Hörer oder wie kriegen wir neue? Wie geht das dann? Weil Yay Comics ist ein Künstler. Das ist ja Quatsch. Nee, wir machen ja keine Tipps, wie könnt ihr besser zeichnen. Das ist ja ein bisschen kontrovers, wir gehen ja alle dieselbe Meinung. Ja, genau. Nee, ist richtig. Und ich habe auch noch eine Frage an Andreas. Wenn du Filmpodcasts hörst, hörst du die Genre sprechen, die du magst wahrscheinlich? Oder holst du dir auch Inspirationen, auch im Bereich Comic bei anderen? Weil ich glaube, darüber haben wir schon mal teils. Teils. Kommt immer darauf an, wonach mir gerade der Sinn steht. Also ich suche auch immer schon nach Sachen, die ich sonst nicht kenne, die mir sonst entgehen würden und höre deswegen da rein. Aber es liegt auch immer so daran, wie viel Zeit habe ich gerade. Also manchmal ist es ja auch einfach eine Entscheidung. Interessiert mich tendenziell, ich höre da rein und entscheide dann, verwende ich meine Freizeit dafür, den Comic zu lesen, den Film zu gucken. So in der Richtung, weil ich halt Podcast höre, während ich Rasen mähe oder so. Ja, da kann ich nichts anderes bei machen und das ist eine sehr gute Beschäftigung, finde ich, um Podcast zu hören. Ja, und dann habe ich die Zeit noch sinnvoll investiert, weil ich dann auch weiß, was ich nach dem Rasenmähen mache. Ich denke auch, dass der Gratis-Comic-Tag dafür existiert, damit mehr Leute Comics lesen. Deswegen haben die es ja auch für Kids gemacht, um wieder neue Zielgruppen zu erschließen. Natürlich, also es gibt wahrscheinlich endlose, also Marketing existiert, damit mehr Menschen Comics lesen. Vielleicht brauchen wir mehr Marketing, damit mehr Leute Comic-Podcasts hören, aber ach, ich weiß nicht, naja. Das Werbebudget ist bei uns so niedrig, ungefähr null. Und andere, die Verlage, die machen das ja, die benutzen das ja als Marketing-Tool. Ich meine, wir haben Splitter erwähnt, wir haben Panini erwähnt. Währenddessen ich bei Max vom Splitter Verlag, der das ganz toll macht, immer tolle Gäste hat und da auf jeden Fall auch schöne Gespräche führt, dann einfach so eine Bindung zum Verlag habe, zu den Künstlern. Man hat schon das Gefühl, da redet jemand auf meinem Level mit mir über Comics, so dieses Kumpelgefühl, was wir hier auch schon beschrieben hatten, was dann natürlich im Alltag vielleicht in vielen Fällen auch fehlt. Das ist ganz cool. Währenddessen der Panini-Comic, der Podcast, ist eher so eine Auftragsarbeit und der hat andere Ansätze, sag ich mal. Ja, also die Frage ist, ne, wie du das, weil du Podcast-Marketing machen willst, also wie kriegen wir mehr Leute dazu, Podcasts zu hören? Ich weiß gar nicht, ob das der Markt überhaupt hergibt. Ich rede immer von diesem scheiß Markt, aber letztlich, ist er schon erschöpft? Ist das Interesse schon da? Weil müssten wir nicht erstmal mehr Comic-Lesende finden? Müssten wir nicht erstmal die Bubble, die Szene größer machen, um dann natürlich auch anteilig mehr Podcast-Hörende zu finden? Das wird es auf jeden Fall erleichtern. Ich würde gerne nochmal diese Influencer-Abgrenzung versuchen, weil ich die interessant finde und die mir am Herzen liegt. Ich glaube, ich sehe das in der Landschaft, die wir besprechen, zu der wir alle gehören, niemand als Influencer zu bezeichnen ist. Für einen Influencer gehört für mich die Absicht, etwas zu bewerben oder zu vermarkten. Und diese Absicht und vor allem, das ist ja bei Influencern auch so, dass sie dann bezahlte oder nicht bezahlte Werbung kennzeichnen müssen. Bei uns allen sind häufig Unterhaltung und journalistische Arbeit fließen und gehen fließend ineinander über durch die Art der Formate. Mhm. Und gerade wir haben verschiedene Formate. Es gibt bei uns zum Beispiel das Panini-Vorschau, durchgearbeitet, durchgelesen wird. Und das ist ein Format, an dem ich nie mitwirke. Nicht, weil ich mich davon distanzieren wollte, sondern weil ich das persönlich uninteressant finde, daran mitzuwirken. Es ist nichtsdestotrotz, ist das unser erfolgreichstes Format. Das interessiert die meisten Leute. Es ist aber nicht so, dass es von Panini initiiert, unterstützt ist oder irgendjemand die Absicht hätte, mehr Panini-Comics zu verkaufen. Sondern tatsächlich unterhalten sich Andreas und Emu darüber, was aus diesem Katalog, und da sind sie gerne auch rotzig bei und sagen, was der Käse jetzt schon wieder soll oder die Serie sie hundertfach verloren hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Unterschied zum Influencen, also diese Werbungsabsicht. Mhm. Und im Gegensatz zu einem Emo, der bei uns auch einen anderen Vibe reingebracht hat, habe ich mir immer Titel ausgesucht,
die ich interessant finde oder wo ich mir vorher schon relativ sicher bin, dass ich die gut finden werde, weil ich mich dann nicht herausfordern, sondern auch unterhalten möchte. Und ich sehe meine Aufgabe aber dann nicht darin, für mehr Verkaufszahlen dazu sorgen, sondern an den Hörer zu transportieren, was fand ich daran gut, was hat das in mir ausgelöst und wann ist das vielleicht auch was für dich, was das Gleiche in dir auslöst. Das ist, glaube ich, der signifikante Unterschied. Eine Frage zum Publikum? Ich möchte eine Frage machen. Ja. Ich bin jetzt gerade mal aus einer Händlerseite für euch, weil was ich immer gerade Comic Club, also ich finde, dieses Jahr hat man die Erziehung auf Kids nicht im Spektrum erweitert, sondern verengt. Weil die Kids Comics gab es auch vorher. Gleichermaßen das Thema Influencer, da hat man sich Leute, die einen dicken Marketing an Bord geholt, die mit der Thematik zu tun haben. So, ich bin die Sohn, ich mache Comic Club. Diesen Comic, der ist voll süß. Für die Bewerbung dieser Plattform, da meinst du ja, sehr ungeeignete Auswahl. Sehr Zielprobieren zu holen, die eigentlich für die dann nichts zu tun haben, aber nichts zu tun haben, die fern von dem eigentlich. Und da seid ihr als Comic-Podcaster nicht in die gleiche Liga, weil ihr quasi aus Leidenschaft oder aus persönlichem Hobby eure Dinge, die ihr macht, besprecht und nicht quasi, wie halt auch mal gesagt, eine Kaufempfehlung oder beziehungsweise einen Anreiz, einen monetären Anreiz habt, das zu machen. Hm. Ja. Gerade das Comic Club aus dem Thema. Wer hat hier über ein gerades Comic Club berichtet? Wir hatten es kurz drin. Wir haben eine ausführliche Folge gemacht. Das war halt eine von den Folgen, wo wir gesagt haben, okay, wir blättern da jetzt auch mit Video durch, damit die Leute auch schon mal sehen, was können sie da bekommen. Und also da waren Sachen bei, die uns überrascht haben, die wir toll fanden, aber waren auch Sachen bei, so, boah, ja, es eigentlich interessiert mich das jetzt auch nicht, können wir den nächsten machen, so ungefähr. Also das gibt da halt auch die ehrliche Meinung, wie wirkt das auf uns? Das ist vielleicht nicht bei allen, weil wir dann halt wirklich zusammen das erste Mal reingeguckt haben, ne? Kann das ja auch durchaus mal in die falsche Richtung gegangen sein, aber das waren so unsere ersten Eindrücke, wie wirken diese angebotenen Comics jetzt auf uns, beziehungsweise es gab einige Titel, die wir tatsächlich vorher gelesen hatten. Da haben wir dann halt auch ausführlicher was zu sagen können und meistens waren es halt auch die Titel, die wir toll fanden. Dann wird es halt auch eine Lobeshymne. Ariane, ich hätte eine Frage. Du hast ja auch noch ein Videoformat, also auf YouTube. Ja. Wie würdest du sagen, also du hast ja jetzt beide Welten so ein bisschen und kannst so ein bisschen vergleichen. Wie kannst du da Unterschiede, Gemeinsamkeiten festmachen jetzt zum Comic-Klatsch und zu deinem eigenen YouTube-Kanal? Es macht mir mehr Spaß, wenn ich mit jemandem über die Comics reden kann, wir da mehr Austausch haben. Sandra, fallen immer total tolle Fragen ein, das, ja. Sandra, passt nie auf, darum fallen ihr tolle Fragen ein, wenn wir einen Comic besprechen, was ich vielleicht vergesse zu erzählen. Das sind natürlich Sachen, die ich dann auf YouTube auch niemals erwähnen würde. Das Einzige ist, ich habe halt tatsächlich auch mal versucht, diese Katalogfolgen auch auf YouTube zu machen, allerdings eben nicht für Panini, das ist halt einfach zu 98% interessiert mich nicht, was bei Panini erscheint, darum habe ich das halt einfach für andere Verlage gemacht und aber auch da habe ich festgestellt, das sind die Videos, die vollziehen. Das wollen die Leute sehen. Worüber reden die da? Was empfinden die jetzt als gut? Was würden die kaufen oder... Manchmal ist es ja auch so, man weiß, derjenige hat einen total konträren Geschmack. Wenn er den total doof findet, dann ist das der Comic für mich. Laufen bei dir auch so Auspackvideos gut, diese Hauls oder wie das heißt? Guck mal, ich habe mir gekauft und zack, dann einfach. Dieses, was habe ich denn jetzt letzten Monat Guck mal, ich gekauft? Hab Geld, ja, das. Ja, läuft das gut? Also wirklich, das sind Erfolgsformate bei vielen YouTubern. Das ist tatsächlich eine Empfehlung von einem anderen YouTuber gewesen, mach mal sowas, weil A, du kaufst die Sachen ja eh, du hast ständig irgendeinen neuen Scheiß, zeig das doch mal, das ist ein leichtes Video für dich, das einfach in die Kamera zu halten und was dazu zu sagen und ja, das sind mit die erfolgreichsten Videos neben den Katalogen, also crazy but true. Mhm. Versteh's nicht, aber danke für den leichten Content. Danke für den Klick. Ja, danke für den Alles Klick. Alles für die Fame. Gib mir ein Like. Sandra, bitte. Und alle außer Ariane, weil da weiß ich. bekommt ihr Feedback, dass Leute durch euch zum Comic lesen kommen? Weil wir haben sowas schon bekommen. Und das, finde ich, ist das beste Feedback. Also nicht das Beste, aber es ist einfach grandios. Wenn Leute anfangen, Comics zu lesen, weil man selber darüber berichtet. Aber diese Hürde musst du erstmal kriegen. Gar nicht so einfach. Also, wie ist das bei euch? Also, bei uns ist es, also,
Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich jetzt ein konkretes Beispiel dafür hätte, aber wir haben auch ganz viele Leute, die dann fragen, hey, mein Sohn, Neffe, Cousin ist so und so alt, habt ihr eine Empfehlung, ich würde ihn gern in die Welt der Comics einführen, oder meine Frau, mein Partner, mein Mann möchte gern Comics lesen. Das haben wir auch sehr oft und das freut uns auch immer sehr, weil wir dann, also man muss ja dann auch so sagen, okay, für das Alter würde ich jetzt Dark Knight nicht empfehlen, oder man muss sich ja auch reinversetzen in, sag ich jetzt mal, die Person oder die beschenkt werden soll. Und das ist dann auch schön zu sehen, wenn man sich dann, wenn man dann nochmal nachträglich Feedback bekommt mit, das hat ihm sehr gut gefallen, danke für den Tipp. Und dann man, weiß ich nicht, potenziell noch irgendjemanden hat, der weiter Comics liest. Ja, also ein direktes Comic-Einstiegs-Mail oder sowas fällt mir jetzt nicht ein, wobei die selten bei mir auflaufen. Na, wir sind halt schon so ein Podcast, also dadurch, dass es den halt seit 2012 gibt, gibt es sehr viele, den halt wirklich auch schon ewig hören. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wir sind jetzt bei Folge, also es gibt einmal im Monat die Cookies, 148, 44 oder sowas haben wir gerade aufgenommen und waren auch Pausen drin zwischenzeitlich, was so ein bisschen der Grund war für personelle Veränderungen bei uns. Aber ich glaube einfach, dass das Leute sind, die schon drin sind in der Bubble, die halt schon wirklich irgendwie den Zugang zur Gattung Comic gefunden haben, und ich bin mir sicher, das Feedback kriegen wir hier, das haben wir allein schon die Tage ganz oft bekommen, dass es Menschen gibt, die sich wegen uns gezielt Comics gekauft haben. Die haben wegen uns gezielt einzelne Bücher und KünstlerInnen kennengelernt und so, aber niemand von denen hat nicht vorher nicht auch schon mal einen Comic gelesen. Also ja, da, das sind Leute, die haben halt ein Comic-Budget scheinbar monatliches und das nutzen sie halt dann vielleicht aufgrund von Empfehlung oder so. Aber ich habe halt deine Frage so interpretiert im Sinne von, ob es Leute gibt, die halt quasi dann ihr Netflix-Abo kündigen, damit sie einen Comic kaufen können. Okay, verstehe. Was wir alle tun sollten. Amen. Ja. Ich glaube, das ist, wenn dann, nur vorgekommen, wenn ich die Leute vorher in dieser Flash-World mal getroffen habe, in der wir uns befinden, und die kennen mich, aber ich sag dann so, ja, ich habe jetzt auch gleich wieder Podcast-Aufnahme, ich habe gar keine Zeit, und sie, du hast einen Podcast? Und ich so, ja, wir reden über Comics. Über Comics? Habe ich ja noch nie gelesen. Über was redet ihr denn so? Ja, hör doch einfach mal hier rein. Und dann sagen die eine Woche später, ja, ich habe euren Podcast gehört und habe mir jetzt einen Comic geholt. War ganz nett. So, also sowas. Aber ich habe noch nie jemanden Wildfremden, der irgendwie im www.comicpodcast.yay eingegeben hat, dann eine Folge hört und sagt, liebes Redaktionsteam des Yay Comic Podcast, dank euch habe ich angefangen, Comics zu lesen. Ich liebe euch sehr. Hörerin X. Das wäre aber mal voll schön, oder? Ich würde sowas sehr gerne hören, weil ich glaube tatsächlich, das ist das ultimativ beste Feedback, wenn Leute wegen mir anfangen, irgendwas zu tun, was ich geil finde. Wenn sie irgendwas anfangen, was ich nicht geil finde, wenn ich mich nicht wissen, aber das wäre schön, ja. Aber ich glaube, das ist halt, das passiert halt nicht, außer bei, also wirklich, wenn, außer man trifft die Leute in echt und sagt, hier, ich habe einen Podcast, kennst du Comics? Nee, hör dir einen Podcast an. Aber ich glaube, von alleine, ich glaube, es ist wirklich eher andersrum. Leute fangen an, Comics zu lesen und stehen dann beim nächsten Mal vorm Regal, digital oder in echt, und was lese ich denn jetzt hier? Also hier sind Superhelden, hier ist irgendwie Strim und Tuppi und da ist noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Oder hier Leute, die auf über Erlangen gehen und in jedem Zelt einen Comicstand sehen und die denken dann, okay, wer könnte mir dabei helfen? Ich gehe mal auf YouTube und gebe mal Comic ein und dann kommt vielleicht sowas von dir. Und ich glaube, sowas funktioniert, so rum funktioniert es wahrscheinlich eher. Vielleicht müssen wir aber trotzdem versuchen, irgendwie präsenter zu sein. Vielleicht müssen wir solche Sachen, wie wir jetzt hier machen, einfach auf Veranstaltungen machen, die vielleicht nicht comic-spezifisch sind. Aber andersrum sehe ich ja hier auch auf dem Comic-Salon Erlangen irgendwas mit E-Sports. Also was haben die hier verloren? Warum gehen wir nicht auf E-Sports-Events und sagen, hier jetzt Ruhe mit Tekken 5 Comics? Machen sie doch, also die Artists, die sind bei ihr, keine Ahnung, in Köln unterwegs und so, da gibt's, die haben da richtig Verkaufszahlen. Oder jetzt in Freiburg diese Horrorcon oder so, da war die Johanna Schlocker-Baumann ja auch gewesen. Ja, also sowas müssen wir vielleicht noch weniger machen. Dann. Ja, das glaube ich, glaube schon, dass wir so die Leute kriegen können, weil ich glaube, es ist schon noch Potenzial da, Leute, die noch nicht Comics lesen, davon zu überzeugen, irgendwas Comic-mäßiges zu lesen, weil ich bin der festen Überzeugung, für jeden Menschen, der Deutsch irgendwie lesen kann, gibt es einen Comic, den die Menschen gut finden werden. Absolut. Wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Erstmal die Steffi, und dann haben wir da hinten noch. Oh. Du hast noch? Ich hab, also. Aber du bist nicht der Chef, ne? Also rede ich einfach dazwischen. Ja. Hast du noch ein Bier für mich? ich muss dir widersprechen, doch, solches Feedback gibt es und haben wir auch schon bekommen. Also einfach, weil die über Themen, ne? Die suchen dann Turtles
und dann landen sie halt irgendwie bei uns im Podcast und denken, oh, dazu gibt's Comics, dann fange ich mal an, Comics zu lesen. Was aber noch viel, viel häufiger kommt, ist das Feedback, mit euch habe ich wieder reingefunden. Ne? Ich hab als Jugendlicher irgendwie gelesen und dann habe ich mal bei euch reingehört, weil es mich vielleicht interessiert, vielleicht irgendwo aufgetaucht, man weiß es nicht so genau. Und da kriegen wir wirklich häufig Feedback, hey, mit euch habe ich das Hobby wieder entdeckt und ich verfolge euch seitdem. Ja gut, Wiedereinstieg ist das glaube ich schon, aber wenn du sagst, ihr habt auch wirklich so über Themen ganz neu, ich meine gut, Turtles ist ja auch ein bisschen so ein, die kommen ja aus dem Comic, also. Ja genau, aber also auch andere Themen. Genau, das ist halt wieder ein großes Popkultur, da gibt es jedes zweite Jahr irgendwie eine neue Serie oder auf Nickelodeon oder Film. Ich glaube, so über sowas schon, aber wenn ich jetzt über den neuen Johann Swab-Comic was mache, da wird niemand drauf stoßen, also wenige wahrscheinlich. Ja, genau. Also da müsste dann schon irgendwie, da gibt jemand ein Synagoge und dann kommt die Synagoge von dem Autor und dann steht da Podcast-Episode, dass da jemand draufklickt und dann anfängt, das ist sehr unwahrscheinlich. Eine sehr große Hürde, ja. Ja, genau. Da hatte ich auch ein sehr, sehr dummes Feedback von einem Kumpel, der hat mal reingehört, ganz genau. Ich konnte es nicht festhören. Ich habe hier nur über Comics geredet. Ich habe mal, der Podcast hat Comic-Cookies. Was erwartest du, verdammt? Peter! Mehr Peter. Kekse. Aber wir hatten noch zwei andere Meldungen genau hinter dir. Bitte. Ja, also ich habe jetzt gerade gehört, wie so ein bisschen eine Äpfel Abgrenzung zu dem Thema Influencer gemacht worden ist und danach, ja alle nacheinander erzählt, wie sehr ihr Leute influenzt. Und das ist halt so ein bisschen, ich denke, weiß ich nicht, also ich verstehe natürlich, dass man sich von diesem, hey, ich bin hier die Blogger-Mami, dass man sich davon ein bisschen abgrenzen möchte, aber am Ende des Tages glaube ich, dass ihr, wenn ihr nicht vorhättet, irgendwie zu influenzen, würdet ihr kein Mikrofon in die Hand nehmen. Also ich meine, in eurem Podcast höre ich nur zwei, die höre ich aber regelmäßig und auch schon länger. Und natürlich habe ich da dann auch immer schon mal so ein bisschen den einen oder anderen oder die einen oder andere, wo ich weiß, wie die so ticken und dann verstehe ich auch so ein bisschen den Geschmack. Und natürlich influenziere mich dann. Also das ist doch logisch. Also wenn ich merke, okay, von Person X hat mir schon viermal ein Comic gefallen, nachdem wohlwollend besprochen wurde, natürlich gucke ich beim nächsten Mal da dann wieder wohlwollend hin. Also ich glaube, wenn ihr denkt, ihr influenzt nicht, dann lügt ihr euch halt. Ja, also klar, wenn man das Wort Influence mit Einfluss übersetzt, dann sind wir ja alle irgendwie InfluencerInnen, aber das ist ja nicht der Punkt. InfluencerInnen ist ja mittlerweile eine Berufsbezeichnung, die halt sehr, sehr schlecht abgegrenzt oder eingegrenzt ist, aber wenn man wirklich sehr hart drauf schaut, sind Influencer Leute, die bei einer Influencer-Agentur oder eine eigene Agentur haben, die wirklich dadurch ihr tägliches Brot verdienen, und ich glaube, da sitzt hier niemand, der das tut. Deswegen ist das schon kein Influencer-Tum, was wir hier machen. Anders als die Leute für den Gratis-Comic-Tag, die halt wirklich einfach hauptberuflich WerbebotschafterInnen sind, wie man es auch nennen könnte, und dann halt sagen, okay, was steht heute auf dem Plan? Ah, Gratis-Comics, machen wir dieses Wort. Was steht morgen? Leberwurst. Also es ist... Ja, verstehe ich, was du sagst. Ja. Was ich meine, ist, ich finde es schade, wenn ihr euch den Schuh nicht positiv anzieht. Ja, genau. Weil es ist ja schon, also ich meine, ich würde es nicht hören, wenn es keinen Wert für mein Leben hat. Ja, ich glaube auch, wenn wir die meisten Leute, die hier sitzen, davon mit der Einstellung, dass es ihnen egal ist, was Leute davon halten, was sie sagen, würden sie es nicht als Podcast in die Welt schmeißen, weil dann könnten sie es auch an die Wand reden. Immer dieser Satz, ist mir egal, wie viele Hörende ich habe, wenn es dir scheißegal ist, machen eine Skype-Runde, aber doch keinen Podcast. Ja, genau, das meine ich. Das ist so ein Müll, das ist doch also Quatsch, ich meine, einfach. Mir ist es nicht wichtig, ob ich 100 oder 1000 Leute erreiche, ja, genau. Also darum geht es mir nicht, deswegen mache ich nicht Podcast. Ja, genau. Aber ich finde es schon schön, wenn Leute den Podcast auch hören und wenn sie mir dann sogar noch sagen, dass sie den gerne hören, dann geht mir das Herz auf, ganz ehrlich. Also super, aber ich brauche halt nicht, ich muss nicht auf ein Bier sein. Ne? Falls ihr den Podcast kennt, das ist einer der erfolgreichsten deutschen Nerd-Podcasts, die mittlerweile, ich glaube, 50.000 Euro im Monat verdienen oder so. Ich habe keine Ahnung, die sind furchtbar krass drauf. Und die reden, die setzen sich zusammen, machen ein Bier auf und labern. Da sehe ich ein Geschäftsmodell für mich. Ja. Das kann ich auch. Es gab auch schon Nachahmer irgendwie auf dem Kaffee oder sowas und die sind nicht so erfolgreich geworden. Was? Lass es uns haben, auf dem Kaffee? Ich bin mir unsicher, ob du... Ah, das ist auch egal. Lass uns Comics und Bier nennen. Ja. Ja, auch schön. Wir haben auf jeden Fall noch eine zweite Wortmeldung. Also ich finde schon, dass es funktioniert, wenn man zum Beispiel Leute hat, die offen für Bücher und Neues sind. Wenn da einer ist, der hat halt von meinem Podcast und sagt dann, hey du bist doch so offen und klar. Look, ich habe hier einen Podcast, der könnte dir auch gefallen. Funktioniert. Ich bin das beste Beispiel. Ja, gut, klar. Word of Mouth funktioniert
oft. Das ist genau das. Und das kann man halt nicht beeinflussen, wenn man hier selber was macht. Ich kann ja nicht beeinflussen, wer meinen Podcast weitererzählt oder nicht. Aber genau, so das könnte funktionieren. Aber ich meinte jetzt, also was können wir tun, um das besser zu machen? Aber natürlich kann das funktionieren, klar. So kann man auch Leute, die noch nie Comics gelesen haben, vielleicht dazu bringen. Aber das sind halt, also ich meine, ich glaube, das ist halt nicht die Regel. Das sind so soziale Interaktionen. Das kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Kommt halt auch immer auf die soziale Interaktion an. Also wenn du halt in einem sehr nerdigen FreundInnenkreis bist, dann machst du das halt, also dann redest du eh viel über Nerdkram. Wenn du aber halt in einem FreundInnenkreis bist oder in einer sozialen Bubble, wo du die einzige Person, das hatten wir ja schon, die einzige Person bist, die zum Beispiel Comic liest, dann kann sowas schon mal viel eher vorkommen, dass du Leute zum Comic lesen bringst, die das noch nicht machen. Aber wenn man halt in einem Freundinnenkreis, die alle irgendwann mal Comics gelesen haben oder E-Comics lesen, dann ist dieses Ausfransen über Word of Mouth halt viel, viel schwieriger. Theoretisch müssten wir auch mehr Mangas besprechen, weil Mangas, da ist die Zielgruppe ja deutlich größer, aber da ist dann das Problem, dass wir das besprechen, worauf wir Lust haben. Deswegen liegt vielleicht auch ein bisschen an uns. Ja, also liest du keine Lovecraft-Manga? Doch, natürlich, ausschließlich Mangas. Ja, aber schließlich muss ja auch nicht sein, weil es natürlich dazugehört, ganz normal. Richtig. Also, weil ich finde halt immer schwierig, es kategorisch auszuschließen. Und ich verstehe auch, dass man vielleicht aufgrund von Stilistiken, die sich natürlich im Manga oft darstellen, da vielleicht erstens immer schwierig ist. Und ich habe ja auch spät angefangen damit, aber es als ganz natürliche Erweiterung des Comic-Spektrums mit in Besprechungen auch hinzufließen, finde ich eigentlich nur selbstverständlich und natürlich. 2 von 3 verkauften Comics im Buchmarkt sind Manga, das müssen wir uns klar machen. Oder anders formuliert, gäbe es keinen Manga, würden wir alle nicht hier sitzen. Und das sind so ein paar Feststellungen, die muss man schon mal haben. Und ganz Manga, ja. Also gerade wenn sie aus Deutschland stammen zum Beispiel, das verschwimmt ja auch alles total. Es gibt ja ganz viele tolle Beispiele von deutschsprachigen Comic-KünstlerInnen, die ich dann eigentlich auch gerne im Gespräch habe und gerne auch konkret darauf anspreche. Die sind in vielen Fällen ja auch durch den Manga-Comic sozialisiert. Aber das verschwimmt alles. Diese klare Grenze zwischen das ist ein Comic und das ist ein Manga, der lässt sich in vielen Sachen, die gerade aktuell bei den großen Verlagen erscheinen, so in der Form kaum noch treffen. Und damit spricht man gleichzeitig beide Zielgruppen, wenn man da überhaupt eine Unterscheidung sieht, an. Und da muss halt gucken, ob man in irgendeine Schublade reinfällt dann oder nicht mit dem Marketing. Ich finde Ralf Singh und David Fülecki, die haben einen sehr, sehr mangahaften Stil zum Beispiel. Ja, gerade bei, auch das hatten wir auch festgestellt, bei The Impure, was die rausgebracht hatten. Das war dann auch schon teilweise die Gesichter sehr, sehr nach, sag ich mal, manga-esque, wie du erwähnt hast. Aber es kommt auch häufiger bei uns vor, das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, dass Leute viel eher von Anime auf Manga dann kommen können, weil ich weiß, es ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein Meme geworden, dass man sagt, okay, du magst Batman, wo kann ich anfangen? Willst du bei den 40ern, 50ern, 60ern, New 52 irgendwo anfangen? Und bei Mangas ist es eher so, okay, hier, Band 1, zack. Das ist dann auch ein bisschen zugänglicher für die Leute natürlich. Ja, aber das, also ich meine, jetzt mit der One Piece ändert sich ja auch, ne? Wird ja jetzt auch nochmal neu gemacht und ist noch gar nicht fertig. Ne? Also, Manga ja macht da jetzt nach. Nee, aber du hast schon recht, natürlich. Und meistens kommen die Leute wirklich über die Animes auch. Ja, ne? Natürlich. Gerade die jüngeren Leute, die, also es ist halt so, die Kinder gucken Naruto im Fernsehen und wollen dann Naruto lesen, obwohl sie die Story schon kennen. Und so funktioniert das halt auch viel einfacher, weil es eben dann nur dieses eine Naruto gibt. Das fängt mit diesem Super Sommerband, Massivband 1 an und hört mit Massivband 24 auf. Super, kann man alles kaufen. So. Bei One Piece wird es schon schwieriger, da gibt es eine 113, keine Ahnung, viel zu viele da ist es schwierig, aber ich glaube natürlich, Manga gehört da voll dazu. Die Frage ist halt auch nur da, wo fangen wir überhaupt an, darüber zu sprechen? Also welche Manga besprechen wir? Weil ich habe überhaupt keinen Bock auf Isekai zum Beispiel, warum soll ich darüber reden? Ich lese total gerne Slice of Life und Girls Love, aber das will wahrscheinlich niemand hören. Also ja, das weiß ist ich halt nicht. Tatsächlich und beim da, Comic? Ja, Entschuldigung, ja. Carlos liest halt auch Manga, aber halt sehr speziell und über die reden wir dann auch so, zum diesem Ping-Pong-Manga zum Beispiel, lieben wir beide, wir spielen beide Tischtennis, das ist großartig, lies bitte Ping-Pong. Und das kommt natürlich vor, also wir machen da gar keinen Unterschied, aber das ist halt auch, Ping-Pong ist jetzt halt auch nicht der Manga, der die Szene dominiert, ne? Also da müssten wir über Naruto, über Dragon Ball, über One Punch Man und Jujutsu Kaisen und Spy Family und Hunter x Hunter und all diese Sachen reden. Und wenn ihr das macht, dann bin ich mir sicher, ihr kriegt auch neue HörerInnenzahlen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
Lass mal kurz die Ariane, die war gerade schon soweit. Okay, kurz Moment, Pause bitte. Also ich mache da jetzt auch kein Geheimnis draus. Als bei uns Christine gesagt hat, sie möchte nicht mehr, sie hört auf bei uns im Podcast. Als wir eine neue Frau für unseren Podcast gesucht haben, haben wir auch gehofft, dass wir wieder jemanden finden, der viel Manga liest. Weil es einfach was ist. Weder Sandra und ich sind Manga gegenüber abgeneigt, aber auch wir haben vor allen Dingen Probleme, von diesen süßen Covern auf die ernsten Themen, die da vielleicht hinterstecken, zu schließen. Und da ist Melli und Christine sind da einfach wesentlich offener dran. Die sind viel mehr an dem Medium dran. Und das ist super hilfreich, weil das hilft auch uns. Also wir fangen dadurch an, ja auch bestimmte Manga zu lesen, wo wir immer so gedacht haben, ist das jetzt was für uns? Ich weiß nicht, sieht so niedlich aus. Und dann ist es halt doch eine total tolle, ernste Story dahinter. Wir sind halt happy, dass Melli auch dieses große Manga-Interesse hat, auch wenn sie am liebsten, ne, ist es eingeschweißt und hat 5 Chilischoten Boys Love liest. Aber das ist ja generell schon so eine Frage irgendwie auch, ne? Wie trifft man die Auswahl der Comics, die in dem Fall dann eben besprochen werden bei uns? Wir sind ja fast alle Podcasts hier, machen auch Podcasts, in denen wir eben konkret quasi Reviews machen, Comic-Besprechungen, und die Auswahl an Comics, die dem Grunde nach zur Verfügung stehen, sind ja enorm. Es kommen im Monat, und unsere Comic-Händler wird es wahrscheinlich bestätigen können, kommen 200 bis 250 Titel im Monat raus, in Deutschland allein. Das waren die Aussagen, die ich vom PPM-Menschen gekriegt habe. Das ist so die Einstellung. 200 bis 250 Titel im Monat. Ja, also so, das wird schwer schon eine Aufgabe, die alle. So, und wonach entscheidet ihr, welche Comics ihr bei euch in den Casts besprechen wollt? Was sind so die Aspekte? Was ist für euch relevant? Ich bespreche Comics zum Beispiel nur bei den Comic-Cookies. Meine Auswahl ist ganz klar. Ich zwinge mich, einen Klassiker zu lesen. Der Klassiker steht, wie viele andere Klassiker auch, bei mir im Schrank rum, seit langem und will endlich mal gelesen werden. Und so kann ich mich selbst dazu konditionieren, diese Dinger dann auch mal gelesen zu haben, weil es sind ja nicht ohne Grund Klassiker. Und dann immer auch noch irgendwas eher Aktuelles. Tatsächlich mit diesem Influencer-Aspekt eben auch, weil ich versuche, dann nur ein bisschen aktuell am Ball zu bleiben, Dinge mitzubekommen. Was geht so gerade? Ich lese in Vorbereitung für die Interviews immer wahnsinnig viel. Ich habe jetzt in Vorbereitung für den Salon ca. 40 Bücher nicht gelesen, aber ein Drittel bis 50% pro Buch. Also sehr viel Auswahl. Ich sage mal, aus professionellen Gründen gelesen, auch viele Manga. Und da dann eben auch tatsächlich eine Überraschung viele erlebt, sowohl in positiver als auch in negativer Form. Aber das sind die Beweggründe, wie ich zu den Comics komme, die ich bespreche bei mir. So treffe ich meine Auswahl. Wie trefft ihr eure Auswahl für die Comics, die ihr in euren Podcasts besprecht? Bei mir zumindest, oder bei uns ist es eher so eine heilige Dreifaltigkeit von Autor, Zeichner und Charakter. Also zum Beispiel, Charakter ist bei mir ganz klar Deadpool, so das ist mein Favorite. Da lese ich erstmal alles, hole ich alles, ob es gut oder schlecht ist, entscheide ich danach. Und bei Autoren, so Tom Taylor, Tom King, ist bei uns eigentlich immer so eine sichere Sache, weil die haben selten enttäuscht und das holt man sich. Und dann bei Charakteren kommt es immer drauf an. Zum Beispiel nach der Echo-Serie hatte ich dann irgendwie Lust auf einen Echo-Comic, habe dann gesehen, bei Panini kommt demnächst der Devil Echo raus. Nehme ich, hole ich mir, lese ich, finde ich nicht so gut. Aber es ist dann ganz klar so die Entscheidung, was gerade so aktuell ist und was mich irgendwie anspricht. Es kann auch ein Cover sein, was mir gefällt. Oder halt, wenn man sich committet und eine fortlaufende Serie hat, dann will man natürlich auch nicht bloß die Eins vorstellen, sondern auch schauen, okay, wie geht's vielleicht weiter? Wird's besser? Wird's schlechter? Und ja, das ist dann so, also man hat sich irgendwie so sein Körbchen immer zurechtgelegt. Wie machst du das, Breedsam? Ich lese, ich stelle einfach vor, was ich lese. Das können auch ganz alte Sachen sein, die sich irgendwo noch bei mir im Lesestapel befinden. Das können neue Sachen sein. Jetzt naturgemäß nach dem Salon werde ich sehr, sehr viele neue Sachen zu besprechen haben. Aber ich finde es wichtig, dass man nicht nur versucht, nur weil was gerade neu rausgekommen ist, das gleich immer rauszuhauen, sondern wenn was Altes Gutes zu finden ist, oder bei mir ist natürlich auch der Budgetaspekt immer gut, wenn du irgendwas auch gebraucht lesen kannst, und alle lesen wir, glaube ich, hier im Raum so viel, dass man auch gebrauchte Sachen sich holt. Also ich kann nicht einen Monat lang hier Bände für 40, 50 Euro, die hier ganz in großer Vielzahl rum, kann ich nicht kaufen. Und dann hole ich mir halt auch gebrauchte und stelle die halt, wenn sie gut sind, auch vor. Für mich ist wichtig,
dass ich Sachen vorstelle, die mir auch Spaß gemacht haben oder die zumindest den Anschein erweckt haben, als würden sie mir Spaß machen. Ich würde jetzt nichts, was ich richtig komplett scheiße fand, von vornherein vorstellen, weil ich will was Positives da schon vermitteln. Ja, also deswegen würde ich jetzt auch nichts auf Auftrag machen, von dem ich schon genau weiß, das wird mich nicht ansprechen. So, also das schließe ich aus, sondern ich will vermitteln, was Spaß macht und was vielleicht auch anderen Spaß machen kann. Ariane, es geht ja auch einher mit so Rezensionsexemplaren, die man anfragt. Wonach suchst du aus? Das ist immer so eine gute Frage. Das sind ganz oft irgendwie so Impulssachen. Erstmal guckst du, das Cover sieht interessant aus, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Das klingt spannend, sieht gar nicht schlecht aus, das frage ich mal an. So fängt es an. Manchmal ist es halt auch tatsächlich dann der Zeichner oder eben der Autor, der es dann auslöst. Trotzdem gucke ich meistens, ist es inhaltlich überhaupt was mich interessiert, weil es gibt einfach auch Themen, die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Dann nehme ich es halt nicht. Und am Ende des Tages ist es halt einfach so, ich lese 10 Comics und Manga im Monat und dann ist es einfach immer die Frage eher, welchen davon nehme ich jetzt in Podcast mit? Welchen verwerte ich woanders? Welchen habe ich nur für mich privat gelesen und der geht euch nichts an? Ja, eingeschweißt, nicht wegen der NES-Karte, ich werde dieses Ding nie richtig aussprechen. ja, es ist halt einfach so, manche Sachen möchte man ja auch tatsächlich für sich selber lesen und manche findet man halt doof und dann sagt er auch, da will ich gar nicht drüber reden und wenn es ein Rezensionsexemplar war, dann ist es eher so, lieber Verlag, wenn ihr jetzt wollt, dass ich darüber schreibe, dann wird das aber nicht schön. Sucht es euch aus, weil ich habe eigentlich gar keinen Bock drüber zu schreiben. Mache ich aber trotzdem, wenn ihr drauf besteht, aber das ist nicht gut für euch. Oder vielleicht ist es trotzdem gut für euch, weil es trotzdem Werbung ist. So läuft es zumindest bei mir mit Rezensionsexemplaren. Ich stelle ja aber im Podcast nicht nur Rezensionsexemplare vor. Ich habe halt auch oft irgendwelche Sachen, die ich dann nämlich auch, die schon angestaubt sind, aus dem Regal ziehe und gelesen habe und denke so, boah, eigentlich ist es mal genau das Richtige, das ist so alt, das ist älter als der Podcast, das ist irgendwie was wir halt nie hätten halt besprechen können, aber ein toller Titel, da sollte trotzdem mal drüber geredet werden. Bei uns ist, glaube ich, immer eine Mischung. Wir gucken schon drauf, dass es verfügbar ist, was wir da besprechen, weil wir halt schon öfter mal das Feedback bekommen haben, hey, ist leider gar nicht erhältlich und für den Paperback zahlst du mittlerweile 150 Euro auf Kleinanzeigen eBay, weil irgendwer glaubt, er könnte da noch irgendwie eine schnelle Mark machen. So, da wollen wir halt irgendwie niemanden. Hellboy Compendium. Ja, Hellboy Compendium 1 zum Beispiel. Ich hab's übrigens. Ist egal. genau, also es ist immer so ein bisschen, wir haben, glaube ich, so einen Kern, der uns alle drei interessiert, weswegen wir oft Titel haben, die wir alle oder die zumindest zwei von uns gelesen haben. Und dann hat das so Ausschläge in alle Richtungen. Der Emo bringt gerne nochmal amerikanische Sachen mit, die da gerade erscheinen, wo wir vielleicht wissen, der kommt erst in einem halben Jahr bei uns. Oder wir wissen es noch gar nicht, ob es überhaupt kommt, macht da ein paar Empfehlungen. Wir versuchen mal ins Franco-Belgische auszubrechen. Da ist es echt wirklich eine Interessensfrage. So, dass manchmal ist es eine Autorenentscheidung, manchmal ist es eine Zeichnerentscheidung, manchmal ist es eine Themenentscheidung. Es muss einen irgendwie ansprechen und dann bringt derjenige das dann meist auch mit und dann wird es besprochen. Ja, also bei uns ist es ein bisschen so, dass wir in den letzten Malen, als wir so diskutiert haben intern, wie soll es mit dem Podcast weitergehen, immer mehr dazu gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir stellen einfach irgendwelche Comics vor, die wir gerade gut finden oder gelesen haben, nicht mehr so spannend finden für uns selber. Wir wollen mehr zum Thema hinkommen. Also wirklich, dass wir sagen, okay, was gibt es für Comics zum Thema, weiß ich nicht, studentische Revolution 1848, keine Ahnung, ob es da welche gibt, aber ist mir jetzt als erstes eingefallen, ja, gibt es bestimmt. Wie ist es eigentlich mit queeren Comics, die jetzt in diesem Jahr rausgekommen sind, oder was gerät eigentlich gerade in Finnland oder sowas? Das ist für mich auch interessanter zu machen, weil das für mich mehr Spannung bei der Recherche auch bedeutet und ich oft über Dinge stolpere, die ich sonst nie gelesen hätte. Und ich tatsächlich auch ich rede über einen Comic, den ich gut finde und wenn Carlos den nicht gelesen hat, dann sitzt er halt so da und schaut mich so mit großen Augen an und ich sag so, ja, ich finde das hier super, wie findest du das? Aha, ja, lese ich vielleicht auch irgendwann und ich weiß genau, er wird es nie lesen,
Und kommt auf die Liste. Genau, kommt auf die Liste und das ist auch voll, werfe ich Carlos nicht vor, Carlos kommt hier gar nicht gut weg heute irgendwie. Der ist super. Der Carlos ist ein herzensguter Mensch und ich liebe ihn sehr, möchte ihn nie missen, aber das ist einfach, und dann macht er dasselbe mit mir und ich sitze so da und denke mir, okay, ja, finde ich super spannend und wenn ich zu Hause bin, habe ich es vergessen. Und dann, das ist einfach, das bietet uns keinen Mehrwert und ich bietet vielleicht den HörerInnen noch ein bisschen einen Mehrwert, aber wir wollen halt dann eher in das Thematische gehen, weil ich auch gemerkt habe, weil genau das auch eher das ist, wonach ich gefragt werde. Weil du zum Beispiel vorhin gesagt hast, bei euch kommen Fragen, ich habe ein 9-jähriges Kind, was kann man dem schenken? So, und ich werde dann gefragt, hier, gibt es einen Comic zum Thema Judenverfolgung? Dann sage ich, ja, gibt es ganz viele. Und das ist eher das, worauf ich dann halt auch angesprochen werde. Und nicht so, was ist denn letzte Woche neu rausgekommen, Lara? Kannst du mal ein kurzes Feedback geben, was ich lesen soll. Das passiert bei mir halt nicht. Deswegen, also es hat auch mit meiner privaten Erfahrung zu tun und es geht natürlich auch ganz stark damit, und da kommen wir auch zum Thema Rezensionsexemplar. Ich bin ja hauptberuflich Kulturjournalistin. Das heißt, ich mache diesen ganzen Kram mit diesen Kritiken journalistisch ja als Beruf. Das heißt, ich mache in meiner Freizeit nicht unbedingt das gerne auch noch. Ich kriege auch alles, was ich an Rezensionsexemplare bekomme, verwende ich auch ausschließlich für meinen beruflichen Kontext und nicht für meinen Podcast-Kontext, weil ich das trennen möchte. Was ich mit Yay Comics mache, ist keine journalistische Arbeit. Das ist einfach nur meine private Meinung und meine Vorliebe. Wenn ich journalistisch arbeiten will, dann sage ich, hallo Deutschlandfunk Kultur, ich möchte über diesen Comic reden. Und dann sagen die, boah. Oder sie sagen, nee. Und dann passiert es oder eben nicht. Und das ist für mich diese Trennung, die ist halt ganz wichtig. Weiß nicht, kriegt ihr denn alle einfach so mittlerweile Sachen zugeschickt? Also ich krieg ein paar zugeschickt. Die meisten muss ich tatsächlich anfragen, weil ich natürlich bei Deutschlandfunk Kultur auch sehr selten über Panini-Sachen rede oder Splitter-Sachen, sondern eben über Reprodukt, Avant, Edition Moderne, Jaja Verlag, und das ist halt ein ganz anderes Spektrum, deswegen kriege ich auch nicht so viele, weil die bringen auch nicht so viel raus. Also deswegen würde mich interessieren, wie ist das bei euch mit Rezensionsexemplaren, wie kriegt ihr da so, kriegt ihr einfach alles von Panini zum Beispiel und ihr sucht es euch raus oder schreibt ihr dann, hallo Panini, der neue Daredevil Comic ist super spannend, kann ich den bitte haben, ich möchte den in meinem Podcast besprechen, und dann kriegt ihr den, oder wie läuft das? So ungefähr. Geil! Nein, also wir schauen halt auch über die Vorschau, die bringen ja alle 3 Monate für die nächsten 3 Monate raus. Und dann gehen wir auch intern natürlich durch, okay, das könnte interessant sein, das. Und planen uns so grob, sag ich jetzt mal, die nächsten Folgen schon vor. Und dann fragen wir bei Panini an, ob wir die vorstellen dürfen. Und dann gibt es natürlich keine Antwort, weil die haben eine Menge zu tun, sondern irgendwann ein Paket mit X Comics. Aber das passiert dann fast immer so, oder? Ja. Okay. Ja. Und besprecht ihr die dann auch immer, oder gibt es auch mal Momente, wo ihr dann sagt, okay, Rezensionsblogspar gelesen war doch nicht so geil, bespreche ich jetzt nicht? Oder dann habt ihr dann auch das Gefühl, ihr müsst es jetzt machen, weil ihr das angekündigt habt? Teils, teils. Also ich sehe es dann immer so ein bisschen in der Bringschuld natürlich, weil der Verlag ist so nett und schickt mir den Comic zu. Es muss schon wirklich richtig, richtig, richtig schlecht sein, dass ich dann sage, nee, darüber möchte ich keine Silbe mehr verlieren. Weil manchmal hat man auch so einen Comic, der ist dann in die Art trashig, dass man den doch ein bisschen so vorstellen möchte, drüber erzählen möchte, weil irgendwas unsinnig ist, weil da gar nichts passt. Aber über dieses so stumpfe Haten drüber herziehen, haben wir uns auch ein bisschen davon distanziert. Das hat man vielleicht in den Anfangszeiten gemacht, aber das ist ja dann auch nicht fair den Comic-Schaffenden gegenüber, sondern wir versuchen da schon irgendwie einen Mehrwert draus zu ziehen. Oder uns halt selber, manchmal habe ich halt auch eine Frage oder denke mir dann, okay, habe ich den jetzt falsch verstanden? Ja. Ging es mir an dem Tag irgendwie schlecht? Ja. Aber also ich zumindest versuche schon, da irgendwie immer drüber zu erzählen. Mhm. Wobei ich schon finde, dass wenn ein Comic wirklich schlecht gemacht ist, dann darf man das auch sagen. Natürlich, also wir lassen jetzt uns, also wenn jetzt Panini sagen würde, hey, fanden wir nicht so cool, dass ihr darüber so schlecht geredet, würde ich sagen, okay, ihr könnt dafür nichts, aber wenn es nun mal so ist, dann also ist es so. Ich weiß viele ComiczeichnerInnen da draußen sehr zu schätzen, aber wenn jemand einfach ein schlechtes Comic abliefert, dann muss das der Künstler oder die Künstlerin aushalten, dass ich das kritisiere. Also die sind jetzt keine rohen Eier, die nie kritisiert werden müssen dürfen von uns. So, weil ich finde, das ist auch okay, dass wir das machen. Ich sehe das für mich, es muss nicht eure Aufgabe, aber ich habe dann selbstverständlich, dass es auch meine Aufgabe ist, was Schlechtes ist zu benennen, weil ich ja am Ende lieber gute Comics lese, als wenn ich jetzt sage, oh, dieser schlechte Comic, der war richtig gut, und dann kriege ich noch 3 mehr
schlechte Comics von demselben Menschen, aber wenn ich vielleicht sage, hier, pass mal auf, also hier, das geht gar nicht, und dann ist es vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht ist es dann nicht mehr so und die Person setzt sich hin und überlegt sich, vielleicht recherchiere ich da beim nächsten Mal nochmal ein bisschen besser, weil es ist meistens inhaltlich, also ich meine, Zeichnen ist, da kann man auch viel streiten, aber es ist ja meistens dann die inhaltliche Kritik, die bei mir so anschlägt. Das finde ich, kann man auch machen, das ist ja dann kein Haten, weißt du, das ist nee, ja einfach klar. Nur sagen, okay, also diese Figur ist einfach mega rassistisch, warum machst du sowas? Und dann sagt der Zeichner, oh, ich habe diesen Podcast gehört, was nicht vorkommt, aber es könnte ja sein. Und dann, vielleicht schaue ich mal, dass ich mich mit meinen rassistischen Vorurteilen auseinandersetze. Und im nächsten Comic ist es nicht mehr so. Und es ist ein schöner Comic mit vielen coolen, diversen Figuren. Deswegen, also ich finde auch negative Kritik ist wertvolle Kritik. Natürlich. Aber ich wollte eigentlich gar nicht dahin. Ich wollte wissen, wie das mit Rezessionen ist. Ach so. Ich? Also ungefragt bekomme ich mega selten mal irgendwas zugesendet. Also in der Regel, keine Ahnung, 3 im Jahr. Das macht nur Insektenhaus. Sonst macht das keiner. Nicht mehr. Vielleicht deswegen. War tatsächlich ein anderer Verlag, von dem ich unangekündigt was zugeschickt habe. Sie haben es aber gut gemeint. Also die Leute kennen einen ja auch nach ein paar Jahren Zusammenarbeit und ich glaube, manchmal ist es halt so, wenn du weißt, von welcher Person das zugeschickt wird, dann ist das auch so, ich glaube, der könnte auch passen, ich schicke das da jetzt einfach mal mit. Dann nehme ich das auch an, entweder rede ich drüber oder auch nicht, weil es ist nicht angefragt gewesen, ich sehe dann da keine Verpflichtung drin. Wenn es mir gefallen hat, rede ich da gerne drüber, wenn es mir nicht gefallen hat, ist es halt auch so. Und wenn er dann 3 Jahre einstaubt, ist es auch so. Ich sehe mich halt nur in der Pflicht, wirklich über die ich angefragt habe, zu schreiben. Und wenn ich weiß, dass das Feedback durchweg negativ wäre, dann schreibe ich normalerweise tatsächlich einmal den Verlag an. Wollt ihr das wirklich oder wollt ihr es nicht? Und wenn die das nicht wollen, dann machst du, dann veröffentlichst du es nicht? Dann habe ich meistens aber auch ehrlich gesagt keinen großen Bock, überhaupt über diesen Comic zu reden nochmal. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte über diesen äußerst schlechten Comic trotzdem reden, weil die Leute gewarnt werden müssen, dann mache ich das trotzdem. Ja, okay, dann muss der Verlag dann halt auch durch. Genau. So. Ich muss doch hier den Oberlehrer spielen. Wir haben jetzt nämlich 17:51 und wir werden noch genau 9 Minuten lang dieses Panel haben können. Und ich habe ja versprochen, wir wollen auf jeden Fall Publikumsfragen zukommen lassen. Deswegen würde ich mir jetzt mal dreist rausnehmen, unsere aktuelle Diskussion ein Stück zurückzufahren und nochmal auf jeden Fall auch die Frage nochmal zum Publikum zu geben. Du hättest auch noch eine Frage gehabt, deswegen wollte ich dir die Chance geben. Spielt aber alles mit Thematik ein bisschen rein, weil ich habe jetzt Comic-Podcast so wahrgenommen, dass auch zu Großteil über positive Comics gesprochen, also die einem selber gefallen haben, gesprochen werden, die einem liegen, was einen interessiert an der Stelle. Das kann vielleicht, habe ich leider auch schon mitbekommen, dann, dass dann zu Diskussionen führt in gewissen Bubbles, dann, dass da heißt, ja, wir reden über tolle Sachen, was mir selber gefällt, und nur, der ist toll, der ist toll, der ist toll. Wie geht ihr mit so einer Kritik um, dann wieder über tolle Sachen äußert? Also hier habe ich jetzt schon ein bisschen gehört, da kommt auf jeden Fall was, oder auch von dir kommt auch eine Sache raus, okay, der war echt SCA-Punkt, ne? Ja. Da muss ich euch warnen davor. Aber es gibt ja auch so, der hat uns aber nicht zugesagt, den lasse ich jetzt einfach weg. Aber man hört ja schon öfter so Stimmen, mit der die reden über tolle Sachen. Wir haben ja im Podcast diese Kategorie am Ende, ne, was wir zuletzt gelesen haben. Ne, was hat mich besonders geflasht? Was fand ich besonders doof? Worauf freue ich mich? Und da ist es dann halt auch oft, dass man so sagt, ja, und dann das habe ich auch noch gelesen, aber es war halt so, mal brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, weil war eigentlich langweilig, aus den und den Gründen hat er mir jetzt auch nicht gepasst. Und also wir versuchen das halt schon irgendwie einzubauen. Das Ding ist nur, wir haben, glaube ich, gelernt, ziemlich zielsicher die Sachen zu finden, die uns gefallen. Du fragst ja auch nur an, worauf du grundsätzlich Interesse hast. Also wo die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gewisse Sympathie oder gutes Ergebnis kriegst, dass das hoch ist. Und ich kaufe auch nur die Sachen, die mich interessieren. Scheiße, wenn du was anfängst, wo du glaubst, es ist gut, weil du die Künstlerin kennst, das hatte ich zum Beispiel. Ich habe das angefragt, kleiner Verlag, es war die erste Rezension von dem Ding, das es überhaupt irgendwo gab. Ich wollte es richtig gut finden und zwar, aber es war leider nicht. Und ich habe im Podcast mehrfach erwähnt, wie leid es mir tut, dass es überhaupt nicht... Ja, wir haben gestern, sie hat gesagt, sie war mir auch sauer. Aber wir haben uns gestern die Hand gegeben bei der Gala. Alles gut. Wir sind wieder cool miteinander. Bitte.
Ich denke, bei uns wäre mir die Kategorie mit der Comic Cookies Authority, wo wir zu dritt einen Comic besprechen. Und wir sind alle drei anders aufgestellt, was wir besprechen. Es gibt zwar viele Schnittmengen, aber was weiß der Andi mag zum Beispiel nicht so franco-belgisch, ist nicht so seins. Bei mir ist, bin ich so manga-affin und trotzdem besprechen wir das und da kriegen wir schon sehr unterschiedliche Sachen dann raus. Also es ist nicht so, dass wir nur positive Sachen dann auch bereden, sondern das kann auch mal anders passieren, ne? Oder ist sehr oft so. Ja. Ich glaube, also grundsätzlich ist ja so, das ist unsere Freizeit und da beschäftigen wir uns natürlich am liebsten mit dem, was uns wirklich interessiert und was uns wahrscheinlich gefallen wird. Ich glaube, wir haben bei uns so drei Stufen. Das erste ist, wir finden es alle toll. Das zweite ist, man mag es irgendwie nicht. Man versucht aber wenigstens herauszustellen, für wen es interessieren könnte, weil man sehr gut benennen kann, was er nicht interessiert hat. Und die dritte ist so ein bisschen, da gucke ich zumindest dann, wo ist das rausgekommen, wen trifft es am Ende, trifft es Marvel oder DC, ja dann raus damit. So, dann kann ich auch sagen, das war nichts. Trifft es den Kleinstverlag irgendwie, der da vielleicht wirklich drunter leidet, weil sonst die 4, 5 Verkäufe mehr gehabt hätten, dann frage ich wenigstens mal zurück und sage, hey, ich habe hier das Buch, hat mir nicht gefallen, kann ich gerne drüber sprechen, aber wenn ihr die Befürchtung habt, das hilft euch gerade überhaupt nicht, dann lasse ich es auch gerne weg. So, dann reicht in der Community vielleicht auch, dass man gesehen hat, dass ich es gelesen habe und hinterher nicht drüber spreche. Das ist schon Aussage genug. Ja, genau, ja, genau. So. Ja. Man möchte ja auch niemanden schädigen damit, wenn man da irgendwie was, wenn man da gar nichts rausziehen kann, nicht mal benennen kann, für wen da was sein soll. Da drüben sind ganz viele. Zwei Wortmeldungen. Also wenn es sexistische Kackscheiße ist, dann sagen wir es. Ja, sehr gut. Das kommt häufiger nach vorne. Ja. Ja. Also, und das war vor kurzem erst. Ja, aber welche denn? welche Folge war das? Das waren zwei Titel von Splitter. So eine Überraschung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt auch etwas seltsam. Ja, ich erinnere mich gerade noch ganz akut an einen Splitter-Titel, da habe ich vorher schon gesagt, ich frage den jetzt an, weil ich eigentlich das Genre mag, aber das klingt so, als wäre das voll mit all den schlimmsten Klischees von diesem Genre, die es gibt. Max, das wird wahrscheinlich nicht gut werden, schickst du ihn mir trotzdem zu, klar. Und dann habe ich über den richtig abgeledert. Es war mit Freigabe und das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht. Ich habe auch gesagt, warum der welchen Leuten wahrscheinlich trotzdem gefällt. Mhm. Und warum ich ihn trotzdem ganz furchtbar finde. Ich würde gerne auf ein, zwei Sachen, die du gefragt hast, antworten, weil ich die Fragen super interessant fand. Ja. Die sind noch offen. Ja, ja. Ich glaube, dass die allermeisten regelmäßig in sozialen Medien oder auf Blogs oder im Podcast in Erscheinung tretenden Leute, die das halbwegs mit einer Ernsthaftigkeit und einer Regelmäßigkeit machen, dass sie regelmäßig Menschen erreichen, Rezensionsexemplare bekommen, wenn sie ordentlich fahren. Von den allermeisten Verlagen in allen Segmenten. Mhm. Das kann man, wenn man das etwas mit Vorsatz und Leidenschaft macht, ist das erreichbar. Mhm. Ich finde, man ist den Verlagen dann schuldig, wenn man das bekommen hat, wenn man das eingefordert hat, etwas dazu zu sagen. Mhm. Wir bekommen sehr selten und meist von sehr kleinen Künstlern, also kurze Hefte, Collagen und sowas, etwas, das ich wertschätzen kann, aber schlecht besprechen, bekommen wir so etwas. Und da habe ich tatsächlich auch schon zurückgeschrieben, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Aber das passt nicht in das Format und ich kann nicht so richtig kompetent was dazu sagen. Ich möchte dir das gerne wiedergeben, weil du hast dafür was bezahlt. Und, oder tatsächlich gibt es auch mal Glückstreffer und dann stelle ich es. Mhm. Was gerade gesagt wird und ein bisschen im Raum steht, ist das käuflich? Wenn ich ein Rezensionsexemplar bekomme, muss ich dann gut darüber sprechen. Das ist die Frage, die im Raum steht. Mhm. Und, auf gar keinen Fall. Es gibt alle Verlage in Deutschland, mit denen wir in so einer Hinsicht jemals zusammengearbeitet haben, sagen, sag bitte ehrlich deine Meinung dazu. Ich habe auch schon von Verlagen gehört, du hast viel zu nett zu tun. Wir haben das in einem Paket-Deal eingekauft, sowas gibt es auch. Und du hast viel zu nett, wir fanden das hier alles scheiße. Wir mussten, um A zu kriegen, mussten wir auch B kriegen. Habe ich auch schon gehabt. Und das habe ich dann nicht gebracht, weil ich, das habe ich nicht so formuliert, weil ich netter zu diesem Buch sein wollte, weil mir das gegeben wurde. Ja. Sondern weil ich, und das ist tatsächlich eine Grundsatzdiskussion, Kunst ist etwas sehr, sehr Subjektives. Ja. Und ich weiß genau, wo ihr herkommt. Ich finde, realen Sexismus
widerlich. Mhm. Wenn er uns in der Gegenwart, im Alltag begegnet. Mhm. Es gibt aber Kunst, die sexistische Stereotypen beinhaltet, die ich trotzdem spannend finde und die Aspekte hat, die mich darüber hinwegsehen muss. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Sexismus per se finde ich nicht in Ordnung. Und dann finde ich, bin ich jemand, der monatelang da gemalt und gezeichnet hat, auch schuldig, und bin ich handwerklich nicht kompetent, um das objektiv zu kritisieren. Und da ist für mich die Abgrenzung, und ich glaube tatsächlich, dass es den allermeisten Rezensenten in Deutschland passiert. Das ist, ja. Du hast schon gesagt, das ist ein sehr schwieriges Thema, und es gibt da sicherlich kein 100% so oder so. Was du aber machen kannst, ist, wenn du, wie du gerade sagst, das erkennst, dann kannst du ja trotzdem benennen. Ne? Ja, ja, also das geht auf jeden Fall immer. Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt dieses super krasse Science-Fiction-Comic gelesen und das ist die geilste Science-Fiction-Geschichte der Welt mit so vielen geilen Ideen und wow, diese Spreadpages, Splashpages, Wahnsinn, ich war drin in dieser Welt, aber leider sind die Frauen alle super sexistisch überzeichnet, für mich reicht es nicht aus, um das Comic scheiße zu finden, aber ihr solltet es trotzdem wissen, dann ist es völlig okay, das ist okay. Ich finde nur zu sagen, ja, vielleicht ist da so ein bisschen Sexismus, aber das ist ja gar nicht so schlimm, das finde ich scheiße, weißt du, also klar benennen und auch sagen, das ist schlecht so, und das ist jetzt nur das Beispiel der sexistischen Kackscheiße, weil das halt leider wirklich eines der häufigsten Beispiele ist, neben vielleicht auch rassistischen Stereotypen, aber sexistische Kackscheiße kommt halt leider sehr häufig vor, gerade bei Genre-Comics, dann ist es für mich halt wichtig, dass man das nicht außen vor lässt. Liebes Publikum, der Zeitpunkt ist gekommen, unser Panel ist beendet. Wir haben nämlich Punkt 18 Uhr, was nicht bedeuten soll, dass das Gespräch in der Form enden muss. Wir können es natürlich gerne, es regnet gerade nicht, nochmal draußen treffen, draußen nochmal weiterquatschen, und ich bin mir auch sehr sicher, wir haben verschiedene Discord-Server, andere Gruppen und andere Optionen. Auch Festivals gibt es ja, die geleitet werden, hin und wieder, zum Beispiel in Berlin, wo man sich treffen kann und diese Gespräche weiterführen kann. Ich würde mich herzlich freuen, euch da alle zu treffen. Vielen lieben Dank an Lara von Yay Comics. Danke, danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank an Freakstorm von den Comic Cookies. An den Tony von Paperback, die Ariane von Comic-Klatsch, auch an den Andi von Hautkomik, vielen Dank. Und an Andi vom Telestammtisch. Tschüss.